Sport Extra. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mit dem Fußballspiel der Spiele. DFB-Pokal, zweite Hauptrunde. Erster FC Saarbrücken, der Regionalligist, gegen den Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga, den ersten FC Kaiserslautern. Zum ersten Mal wird das Saarbrücker Ludwigsparkstadion seit 5 Jahren wieder ausverkauft. 37.000 Zuschauer werden erwartet. Zwischen 25.000 und 30.000 dürften es jetzt 40 Minuten vor Spielbeginn bereit sein. Und auf dem Rasen feuern die Fans an, die Magic Artists, die Tanz- und Showtruppe, die ja hier im Saarland so bekannt ist. Ich sagte es, das Spiel der Spiele. Alle erwarten natürlich einen großen Kampf des ersten FC Saarbrücken, der sich gegen den Tabellenführer der ersten Bundesliga wehren kann. Und bis zum Spiel, meine Damen und Herren, da haben wir noch eine ganze Menge für Sie. Da wollen wir ein bisschen in Nostalgie der letzten 47, 48 Jahre schwelgen, in den Duellen zwischen dem ersten FC Saarbrücken und dem ersten FC Kaiserslautern. Und dazu haben wir nachher gleich ganz interessante Studiogäste. Stars der Vergangenheit, wie den Weltmeister Horst Eckel, Dieter Diehl, Wolfgang Schnarr, Uwe Seel, Andi Brehme, der ja immer noch aktiv ist, Uwe Klimaschewski, Dieter Briegel, Dieter Ferner und. Und Michael Kretzer aus der letzten Bundesliga der Saison. Und vor dem Spiel werden auch bei uns noch sein die beiden Präsidenten, Reinhard Klimt vom 1. FC Saarbrücken und Hubert Kessler vom 1. FC Kaiserslautern. Und jetzt wollen wir Ihnen mal zeigen, wie es aussah in den letzten 2 Stunden vor diesem Spiel. Peter Backes mit seinem Überblick in der Saarbrücker Innenstadt. 3 Uhr am Nachmittag. Noch 4,5 Stunden bis Spielbeginn. Die Polizei ist einsatzbereit. Die Einsatzleitstelle eröffnet ihren Betrieb. Ein Sonderkommando von Beamten aus dem ganzen Saarland erhält letzte Instruktionen. Ruhe vor dem Sturm. In der Bahnhofstraße herrscht der gewohnte Betrieb. Auf dem St. Johanner Markt späte Siesta. Punkt 16 Uhr öffnen sich die Tore im Ludwigspark. Noch möchte niemand Einlass. Doch das ändert sich rasch. Eine Stunde später am Hauptbahnhof. Polizeikommissar Gerhard Müller. Wir erwarten etwa 100 Fans aus der Pfalz, Problemfans, also gewaltbereite oder gewaltsuchende Fans. Genauso viele werden hier aus dem Großraum Saarbrücken da sein. Aber im Vorfeld, vor dem Spiel, glaube ich nicht, dass viel passiert. Aber wir müssen auf der Hut sein. Nach dem Spiel wird es noch schlimmer, es ist dunkel dann. Und da müssen wir schlecht aufpassen. Um 18 Uhr fließt der Verkehr noch recht zügig über die Westspange. Die Fans, sie sind jetzt in Scharen unterwegs. Erste Schlachtrufe ertönen. 20.000 Portionen Würstchen und Lioner warten auf sie. Und Karten gibt es noch. 16 Mark der Stehplatz. Noch sind keine Abnehmer in Sicht. Vielleicht kommen sie noch. Gerade vor 8 Minuten ist im Hauptbahnhof ein Sonderzug aus Kaiserslautern eingetroffen. Habe. Horst Eckel, Fußball-Weltmeister, deutscher Meister mit dem 1. FC Kaiserslautern. Herr Eckel, wären Sie auch zum Spiel gekommen hier nach Saarbrücken, wenn wir Sie nicht eingeladen hätten? Nein, ich wäre nicht nach Saarbrücken gekommen, denn ich habe bis jetzt noch kein Spiel live gesehen und Sie haben immer gewonnen und habe ich mal gesagt, nein, das tue ich mir da nicht an oder auch im FCK an und fahre heute nach Saarbrücken. Man weiß nie, was passieren kann. Herr Eckel, jetzt wollen wir uns mal ein paar Bilder ansehen aus der Zeit, als Sie gespielt haben. Das war damals noch in Schwarz-Weiß, viel Wochenschau aus den 50er Jahren von den großen Duellen 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern. Als Abschlussbegegnung für das Jahr 1950 hätte man sich im Malstatter Lager keinen zugkräftigeren und besseren Partner als den 1. FC Kaiserslautern wünschen können. Beide Mannschaften hatten sich schon so manch heißen Kampf geliefert. Aber diesmal sollte es zu keinem Tor kommen und beide Mannschaften trennten sich 0:0. Vom Anpfiff weg entwickelten die Einheimischen ein hochtouriges Spiel, wobei sie daraus auf waren, den Gast zu überrumpeln. Nachdem Otto und Schreiner das 2:0 für ihren Verein erzielt hatten, gelang es Fritz Walter, einen Elfmeter im Strempelschen Gehäuse zu landen. Und das Ergebnis sollte sich nicht mehr ändern.
Auf dem Saarbrücker Kieselhumes trat der bis jetzt ungeschlagene Tabellenführer der südwestdeutschen Oberliga, der 1. FC Saarbrücken, gegen den vorherigen deutschen Fußballmeister, den 1. FC Kaiserslautern, an. Das Spiel endete mit 1:0 Toren für den 1. FC Saarbrücken, der damit eine weitere schwere Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft der südwestdeutschen Oberliga genommen hat. Das Fehlen Wievers, die durch Umstellung bedingte Schwächung des Mannschaftsgefüges und die Witterungsunwillen ließen von Anbeginn an kaum Chancen für die Saarbrücker erhoffen. Was nach dem Seitenwechsel folgte, war ein wahres Schützenfest. Das 9:0-Debakel nimmt im 1. FS jede weitere Aussicht auf die Meisterschaft. Doch der Kampf um den 2. Platz ist auch noch lohnenswert. Herr Eckel, es ist zwar über 40 Jahre schon her, haben Sie noch irgendwelche Erinnerungen an diese Spiele? Ja, selbstverständlich. Wir haben immer sehr gerne gegen Saarbrücken gespielt, weil das waren zwei sehr hervorragende Fußballmannschaften. Und alle Spiele, die ich mitgespielt habe, waren für die Zuschauer sehr interessant, weil immer viele Tore gefallen sind. Da gab es noch mal so ein legendäres Pokalspiel mit 7:7. Können Sie sich an das noch erinnern? Ja, da kann ich mich sehr gut erinnern. Das war sehr, sehr kalt an diesem Abend und wir haben 7:7 gespielt. Das war wiederum für die Zuschauer ein hervorragendes Spiel. Sie haben von 1952 bis 1958 in der deutschen Fußballnationalmannschaft gespielt, waren 1954 der Jüngste in der Mannschaft, als Sie Weltmeister wurden. Wie ist denn heute noch der Kontakt mit denen, die heute noch leben dürfen? Es ist also so, es leben ja leider nur noch 5 Leute. Wir Kaiserslauterer, die 3, Fritz Walter, Ottmar Walter und ich und Helmut Rahn und Hans Schäfer. Aber über den Fritz weiß ich immer Bescheid, wie es den anderen 2 noch geht. Wir in Kaiserslautern, wir sehen uns ja öfters. Sie haben ja auch Kontakte zum Saarland intensiver Art gehabt, waren bei Röschling-Völklingen Trainer. Wann war das gewesen? Ja, das war vor 1959 bis 1970. Ich habe praktisch 10 Jahre war ich in Völklingen und es war für mich eine hervorragende und eine schöne Zeit. Jetzt muss ich eins sagen, ich weiß, Sie sind 65 geworden, wir haben da im saarländischen Fernsehen drüber berichtet, intensiv. Sehen ungeheuer gut aus. Treiben Sie heute noch Sport? Ja, ich treibe heute noch Sport. Ich spiele noch Fußball in prominenten Mannschaften, spiele noch aktiv Tennis und aktiv Tischtennis. Aktiv Tennis, etwa hier bei uns im Saarland? Nein, ich spiele bei uns in Bruchmühlbach und in der ersten Seniorenmannschaft und ich spiele noch AK1. Gewinnen Sie immer? Meistens. Ja, der Horst Eckel bei uns hier im Stadion. Herr Eckel, jetzt will ich noch den Tipp hören von Ihnen, wie das Spiel heute ausgeht. Ja, ich würde sagen, wenn alles normal läuft, wird der FCK gewinnen. Aber es wird nicht schwer. Normal läuft? Ja, das weiß man nicht. Das hat man ja gestern gesehen, was alles passieren kann im Fußball. Aber ich sage mal, wenn alles normal läuft, dann werden wir mit 2:0 gewinnen. Und mit 2 Tore Unterschied. Herr Eckel, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Spiel, einen unterhaltsamen Abend hier bei uns im Ludwigspark. Dankeschön. Dankeschön. Und wir machen einen Zeitsprung, meine Damen und Herren, in die erste Bundesliga-Saison. 1963 begann die Saison. Und auch da gab es natürlich Spiele zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern. Wir beginnen aber unseren kleinen Rückblick schon vor dieser Bundesliga-Saison. Es war das Duell. In der letzten Saison vor Einführung der Bundesliga gab es für den 1. FCS trotz einer 1:0-Führung auf dem Betzenberg nichts zu holen. Und hier sehen Sie das erste Tor. Kiefhaber von allen guten Geistern verlassen, gibt Vollmacht direkt den Ball vor den Fuß und der schließt ein. In der 17. Minute war das. Schneeballschlacht zum Aufwärmen per knapp 10.000 Zuschauer. Reuter und wieder Schnarr. Ohne Schönwelder und Diehl gelang dem 1. FCS nur noch ein Tor durch Schwierzke. Für die Pfälzer erzielte Richter einen echten Hattrick, den 5:2 Endstand besorgte Meier. Im ersten Bundesliga-Duell zwischen beiden Clubs verlor der 1. FC Saarbrücken im Ludwigspark mit 2:4. Heinz Vollmer, der Saarbrücker Nationalspieler, erzielte per Kopf die 2:1 Führung für die Blau-Schwarzen. Danach konterten die Lauterer den 1. FCS vor 28.000 Zuschauern aus. Reitgassel gelang der Ausgleich zum 2:2, danach war Richter erfolgreich. Den Endstand zum 4:2-Sieg für Kaiserslautern markierte Co. Prinz. Das Rückspiel auf dem Betzenberg allerdings gewann der 1. FC Saarbrücken ebenfalls mit 4:2. In beiden Duellen gehörte Lauterns Schlussmann Wolfgang Schnarr zu den besten Akteuren der Pfälzer. Bei uns, Herr Schnarr, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Welche Erinnerungen haben Sie denn noch an diese Spiele?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also große Erinnerungen habe ich überhaupt nicht mehr. Es ist halt schon so lange her. 1963 bis 97 ist ja auch schon eine ganze Menge. Ja. Ne? Dieter Diehl, wie ist denn das bei Ihnen? Dieter Diehl war damals Mittelfeldspieler des ersten FC Saarbrücken. Wie sind denn Ihre Erinnerungen noch an diese Saison? Für mich sind die Erinnerungen an sich noch sehr gut, weil das das einzige Bundesliga-Jahr war, das ich spielen konnte. Und da wir zu Hause 4-2 verloren haben, aber dann im Rückspiel 4-2 gewonnen haben, war es zumindest in dieser Saison ein Ausgleich gewesen. Und ein Sieg auf dem Pitzenberg ist immer was Schönes. Jetzt muss ich Sie mal fragen, wissen Sie noch, wie viele Spiele Sie damals mitgemacht haben in dieser Saison? Ich habe in dieser Bundesliga 22 Spiele gemacht. 21 habe ich nachgeguckt. Ja. Das 22, das war, was gefehlt hat. Ne? Sonst hätten wir der 1. FC Saarbrücken die Saison noch geschafft. Wolfgang Schnarr als Torwart war ja sehr viel länger beim 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga. Der Dieter Diehl wäre sicherlich auch gewesen, wenn der Club nicht abgestiegen wäre, nämlich bis 1970. Was war denn der Grund für Sie, dass Sie damals Schluss gemacht haben? War Ende der Karriere oder? Ja, nee, Ende der Karriere war nicht. Ich bin ja dann danach noch zu Preußen Münster gegangen. Es war halt so, ich war seit 57 beim FCK und bis 70 13 Jahre. Ich habe gemerkt, es hat gereicht, dass ich mal noch was anderes sehen wollte. Und es ist auch so, dass die Zuschauer, wenn man so lange beim Verein ist, da muss man nur noch gut spielen. Der kleinste Fehler kriegt man dann ja angekreidet und das wollte ich nicht mehr mitmachen. Ich hatte ja noch ein Jahr Vertrag gehabt und dann habe ich von mir aus dann gelöst. Ja. Dieter Diehl, wie lange haben Sie eigentlich Fußball gespielt beim 1. FC Saarbrücken? Ich habe dann nach dem Abstieg noch bis 1972 gespielt und war ja in der Bundesliga mit 22 Jahren ein Benjamin mit Volker Danner damals und habe dann trotz des Abstiegs noch für viele schöne Jahre beim 1. FC Saarbrücken erlebt. Haben Sie heute noch irgendwas mit Fußball zu tun? Ich bin seit 3-4 Jahren vom Fußball abgetreten und fröne etwas dem Golfspiel, aber ansonsten bin ich vom Herzen her gesehen immer noch ein FCler. Und Wolfgang Schnarr, haben Sie noch was mit Fußball zu tun heute? Ja, ich spiele noch in einer Kaiserslauterer Mannschaft, nennt sich Promenettenmannschaft. Da spiele ich noch regelmäßig und spiele zwar nicht Golf, aber Tennis spiele ich. So, und jetzt will ich, wie es von allen heute Abend hören will, noch den Tipp zum Spiel, Herr Schnarr. Ich tippe 3-1 für den FC Köln. Und Dieter Diehl? Ich sage, vom Verstand her gesehen kann es 3-1-4 ausgehen. Vom Herzen wünsche ich mir ein 1-0 für den 1. FC. Ich bedanke mich, wünsche auch Ihnen ein schönes Spiel. Danke Wolfgang Schnarr, danke Dieter Diehl. Und wieder ein Sprung, aber diesmal gleich über 13, 14 Jahre. 1976 kam der 1. FC Saarbrücken wieder in die Bundesliga und dann blieb er 2 Jahre drin. In der ersten Saison reichte es zum 14. Platz hinter dem 1. FC Kaiserslautern. Beide Mannschaften übrigens punktgleich. Und danach kam dann leider der Abstieg. Auch dazu einige Bilder. Durch ein abseitsverdächtiges Tor von Klaus Toppmöller gewann Kaiserslautern 1976 das Bundesliga-Heimspiel mit 1-0. Die Saarländer müssen sich ganz auf die Verteidigung beschränken. Weitschuss von Scheer und Ferner war heute vielleicht der beste Mann in seiner Elf. Im Bundesliga-Duell im Saarbrücker Ludwigspark führte Kaiserslautern mit 2-0, ehe Harry Elbracht mit 2 Treffern noch das Unentschieden rettete. Marke Stolper-Harry. Lauterns Torwart Hellström ohne Glück. In diesen beiden Bundesliga-Jahren gab es 2 Unentschieden und 2 Lauterer Siege. Großer Rückhalt beim 1. FC Saarbrücken in dieser Zeit, Torwart Dieter Ferner. Jubel für ihn auf dem Betzenberg und zu Hause im Park. Torschütze bei den Pfälzern übrigens auch Hans-Peter Briegel, der jetzige Manager des 1. FCK. Hans-Peter Briegel ist natürlich im Studio schon, allein diensthalber ist er ja hier im Stadion. Herr Briegel, wie groß sind Ihre Erinnerungen an diese Fußballzeit von damals? Sie waren damals noch ein ganz junger Kerl, 20 Jahre. Also an dieses Tor kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Deswegen umso schöner, dass ich das mal wieder gesehen habe. Aber die Spiele gegen Saarbrücken sind mir nicht mehr so gut in Erinnerung, weil sie meistens nicht so gut gelaufen sind, speziell für mich. Übrigens, 47 Tore haben Sie insgesamt geschossen. Wir hatten nur dieses eine gefunden aus Ihrer Bundesliga-Zeit. 47 waren es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Doch, doch. Aber ja, das eine gegen Saarbrücken wusste ich gar nicht mehr.
Aber Dieter Ferner, Torwart des 1. FC Saarbrücken, der hat sicherlich diese Zeit noch sehr viel besser in Erinnerung. Ja, natürlich habe ich diese Zeit noch sehr gut in Erinnerung. Vor allen Dingen das erste Bundesliga-Jahr hier. Das war natürlich ein ganz fantastisches Jahr. Über das zweite kann man natürlich streiten, aber die Spiele gegen Kaiserslautern habe ich natürlich sehr gut in Erinnerung. Ich habe ja schon gesagt, in der ersten Saison gab es mit Manfred Kraft diesen 14. Tabellenplatz direkt hinter dem 1. FC Kaiserslautern. Damals noch punktgleich. Auch Sie haben ja heute noch was mit dem Fußball beim 1. FC Saarbrücken zu tun. Macht Spaß, der A-Jugendtrainer? Ja, ich bin ja zurzeit A-Jugendtrainer beim FC Saarbrücken und das macht riesigen Spaß, weil das sind Jungs, die wollen noch was erreichen, die braucht man gar nicht zu fordern, die kommen von sich raus, holen die alles aus sich heraus und das macht natürlich riesigen Spaß. Hans-Peter Briegel, als Fußballer haben Sie endlich alles erreicht. Viel in der Bundesliga gespielt, waren lange Jahre Nationalspieler mit vielen großen Erfolgen. Wie stellen Sie sich denn jetzt so Ihre Erfolge vor als Manager beim 1. FC Kaiserslautern? Na gut, normalerweise den Platz zu halten, den wir jetzt innehaben. Ja, besser geht es ja nicht mehr. Wir haben natürlich einen super Start gehabt, aber ganz so erfolgreich. Ich meine, es gibt noch erfolgreichere Spiele. Ich meine, was gefehlt hat, war sicherlich der Weltmeistertitel. Zweimal im Endspiel zu stehen und zweimal zu scheitern, das ist natürlich nicht so einfach als Spieler, weil man genau weiß, dass man da auch nicht mehr hinkommt. Obwohl viele froh wären, sie wären jemals in einem WM-Endspiel gewesen, ne? Sicherlich, aber wenn man in einem WM-Endspiel steht, will man das Spiel auch gewinnen. Ja. Und dann ist man dann natürlich später umso enttäuschter. Dieter Ferner, Sie führte ja der Weg in Ihrer Fußballkarriere später noch in die USA. Wo haben Sie da gespielt? Ich habe bei den Chicago Stings dort gespielt. Und wie lange war das? 3 Jahre habe ich dort gespielt. Wir sind einmal amerikanischer Meister geworden gegen die damals wohl teuerste Fußballmannschaft der Welt, Cosmos New York. Haben Sie aus dieser Zeit Amerika auch sonst noch was mitgenommen, außer dem Fußballspielen? Ja, meine Frau habe ich von drüben mit nach Deutschland gebracht. Naja, das ist doch wohl sicherlich das Wichtigste. Ich wünsche Ihnen, Herr Ferner, mit der A-Jugend in der Fußballregionalliga viel Erfolg. Ich weiß, da ist der schwierigste Gegner der 1. FC Kaiserslautern. Und jetzt kommt wieder der Punkt mit dem Tipp. Ich frage Sie zuerst, wie geht es heute aus? 2:1 FC Saarbrücken. Und Hans-Peter Briegel? Ja, ich tippe 3:1 für Kaiserslautern. Den Tipp mit 3:1 habe ich eben schon mal gehört. Der von Dieter Ferner kommt zu meinem entgegen, aber ich will nichts verraten. Meine Herren, ich wünsche Ihnen jedenfalls ein schönes Fußballspiel. Es müssen ja nicht alle zufrieden aus dem Stadion gehen. Okay. Hans-Peter Briegel, danke. Dieter Ferner, herzlichen Dank. Und noch ein Sprung, 1985-86. Da war der 1. FC Saarbrücken wieder in der Fußball-Bundesliga. Damals mit einem Durchmarsch aus der Amateuroberliga unter Uwe Klimaszewski ganz nach oben. Nach dem Saarbrücker Wiederaufstieg in die Bundesliga trennten sich die Clubs im Fritz-Walter-Stadion 1:1 unentschieden. Torschütze für Saarbrücken Michael Plättl. Zu Hause jedoch bezogen die Saarländer die höchste Bundesliga-Niederlage überhaupt und dies ohne Klima. Viele Ideen, die von Alofs ausgingen und auch Breme gestaltete das Spiel im Mittelfeld gut. 17. Minute, Thomas Alofs, 0:1 nach dem Steilpass von Wuttke. Saarbrücken mit keiner einzigen Torschance. Spielberger, ein herrliches Tor. Vorlage kam von Wuttke. Bei dieser 0:6 Niederlage waren übrigens Wolfgang Seel und Walter Müller verantwortlich auf der Trainerbank. Zuvor hatten Seel und Co. mit Klimaszewski den Aufstieg geschafft. Das Halbfinale im Pokal erreicht und Uwe Klimaszewski hatte schon damals beste Tipps für die Pokalvorbereitung. Ja, wir werden morgen früh noch mal leicht trainieren. Viel können wir nicht mehr machen. Und dann werden wir vielleicht ein bisschen beten gehen und vielleicht hilft das. Ein aktueller lauterer Spieler Andreas Brehme hat übrigens auch im blau-schwarzen Trikot Tore gemacht und dies nicht nur für Inter Mailand. Andreas Brehme, Wolfgang Seel und Uwe Klimaszewski sind bei uns. Andreas Brehme, an Sie die erste Frage. Sie gehören zum Kader, aber sitzen heute nicht auf der Bank. Nee, auf gar keinen Fall, weil ich bin jetzt seit knapp 4 Wochen krank und immer noch, bei mir sind immer noch die Nebenhöhlen vereitert. Und das wird auch in den nächsten 14 Tagen. Ich trainiere zwar im Moment mit, aber mit angezogener Handbremse. Und ich habe damals Fehler gemacht, wo ich das hohe Fieber hatte, dass, wo es vorbei war, sofort angefangen hat, voll mit der Mannschaft mitzutrainieren. Und das hat mich wieder zurückgeworfen. Und man sieht aber im Moment, das klappt auch so ganz gut. Deswegen ist es für mich auch besser. So kann ich mich auch in Ruhe auskurieren. Jetzt muss ich Wolfgang Seel und Uwe Klimaszewski
erst was fragen. Wolfgang Seel, wie war das damals, als Sie als Trainer zusammen mit Walter Müller den Uwe Klimaszewski beim 1. FC Saarbrücken abgelöst haben? Ja, war ein tolles Trainergespann. Wir hatten Erfolg. 3 Spiele verloren, 1 Spiel gewonnen. Ich kann mich erinnern aus früheren Gesprächen, als wir in der Jugend gemeinsam was zu tun hatten, da haben Sie immer gesagt, der Uwe Klimaszewski war mein größter Trainer. Bleiben Sie immer noch bei der Meinung? Ja, das hat sich nicht verändert. Der Uwe war ein Mann, der sich im Fußball auskannte und sich noch auskennt. Ich hatte nie einen besseren Trainer. Also, er hat es nochmal bestätigt. Uwe Klimaszewski war damals, wenn ich richtig nachgeguckt habe, bis zum 16. April Trainer beim 1. FC Saarbrücken, nachdem er die Mannschaft aus der Oberliga nach oben gebracht hat. Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Zeit? Natürlich gute Erinnerungen, das ist ja klar. Ich war hier 4 Jahre, wir sind von der Amateure bis in die erste Bundesliga aufgestiegen. Auch im Pokal tolle Erfolge gehabt, also es war wirklich eine tolle Zeit und mit meiner beste Zeit beim Fußball. Andi Brehme, der Karl-Heinz Roland hat es ja eben im Film gesagt, hat ja auch mal ein Jahr zumindest beim 1. FC Saarbrücken gespielt, dann war er leider viel zu gut und ging nach Kaiserslautern. Haben Sie noch irgendwelche Erinnerungen oder Kontakte an diese Zeit nach Saarbrücken? Ich muss sagen, damals, wir hatten eine hervorragende Mannschaft und wenn man als 18-Jähriger hier nach Saarbrücken kommt und findet so ein hervorragendes Klima hier vor sich, wir hatten damals auch unheimlich viele Zuschauer und für einen jungen Spieler war es halt das Größte, dass er anfangen konnte in der zweiten Liga und ich habe alle Spiele mitgemacht und das hat mir damals unheimlich viel gebracht. Sonst, ich glaube, wenn ich vielleicht in der ersten Liga angefangen hätte und ich hätte vielleicht nur 10 Spiele oder vielleicht 5 Spiele gemacht, ich meine, damit wäre mir mit Sicherheit nicht geholfen gewesen und so, muss ich sagen, hatte ich den richtigen Schritt gemacht. Haben Sie Statistik geführt? Wie viele Spiele haben Sie bisher in der ersten Bundesliga gemacht? Oh, das kann ich im Moment nicht sagen, weil ich war ja auch 5 Jahre im Ausland, daher kann ich es im Moment nicht genau sagen. Also es waren, bis Sie von Bayern weggingen, waren es weit über 150. Aber der Wolfgang Seel, das weiß ich genau, hat 361 Spiele in der ersten Bundesliga gemacht. Dabei allerdings die wenigsten für den 1. FC Saarbrücken, 22, 274 Spiele in Düsseldorf. Und da in Düsseldorf war auch Otto Rehhagelmeier Trainer, ne? Ja, der Otto war so etwa ein 1,5 Jahr mein Trainer und mit dem Otto bin ich prima klargekommen. Otto ist ein super Kerl. Ich habe vorher in Kaiserslautern ein halbes Jahr mit ihm zusammen gespielt. Er rechter Verteidiger, ich rechts außen. Und da habe ich mal einiges abgeschaut beim Otto, wie man mit den Gegnern umgeht. Und ich glaube, ich habe da was mitgenommen und habe also viel gelernt. Aber nachher als Trainer, das war natürlich auch für mich eine Riesenfreude. Als es hieß, der Otto wird ein Trainer. Und das hat dann auch in dieser Zeit hervorragend geklappt. Ich hatte also in dieser Zeit eine tolle Form. Hat unheimlich Spaß gemacht. Ich weiß, Sie haben letzte Saison mit 49 Jahren noch aktiv in Oberwürzbach in der A-Klasse gespielt. Ist das Thema erledigt? Da war ich noch 48, jetzt bin ich 49. Aber ich könnte mir vorstellen, in Kürze oder in einiger Zeit, im Moment bin ich verletzt, da nochmal einzusteigen. Man wird sehen. Uwe Klimaszewski, was haben Sie heute noch mit Fußballermut? Anna, für sich spiele ich bei Saarbrücken in der Altherren. Bin zwar da der Älteste, aber mit weitem Abstand, also zähle ich auch mit zu den Besten da, glaube ich noch. Uwe Klimaszewski, wie immer. Meine Herren, ich wünsche Ihnen allen ein schönes Fußballspiel. Zum Hans-Peter Briegel habe ich eben gesagt, es müssen ja nicht alle zufrieden nach Hause gehen, obwohl es ganz schön wäre. Aber bei 37.000, auch bei Andi Brehme, werden wir es vielleicht nicht schaffen. Und wenn, auch gut. Ein gutes Spiel euch allen. Herzlichen Dank und wir kommen zur letzten Saison, in der der 1. FC Saarbrücken in der ersten Bundesliga war. Die Saison 1992-93, da werden sich auch die Jüngeren sicherlich noch dran erinnern. Aber auch da musste der 1. FC Saarbrücken absteigen, nachdem alles so gut begonnen hatte. In der letzten gemeinsamen Bundesliga-Zeit gelang dem 1. FCS auch der letzte Sieg in einem offiziellen Spiel gegen Kaiserslautern. Michael Gratzer als Zwischenstation und Erik Winalda, der US-Nationalspieler, erzielte beide Tore beim 2:0 gegen den 1. FCK. Auch auf dem Betzenberg gaben die Blau-Schwarzen im letzten Bundesliga-Duell eine gute Figur. Kestel, Zweikampfsieger gegen Duni, Juri Savicev tanzte die komplette Abwehr aus und machte das 0:1. Sein 7. Saisontor, der 6. Treffer auf fremdem Boden. Wir führen verdient 1:0 und ich glaube, wir gewinnen 2:1. Viel diskutiert wurde auch das Ausgleichstor des 1. FC Kaiserslautern durch Thomas Riedel. Und auch Michael Gretzer war nicht mehr in der Lage, seine Prognose für den Sieg wahrzumachen.
bei Hustenbach. Da läuft es auch nicht ganz so gut im Moment, aber es wird besser werden. Es war schade damals mit dem Abstieg. Es musste, glaube ich, nicht sein, ne? Nein, da müssen wir uns alles selbst zuschreiben. Wir haben damals die letzten 10 Spiele versagt, und zwar alle, vom Trainer bis zur Mannschaft. Und es ist eigentlich schade für die Region, weil es könnte ein zweites Kaiserslautern hier sein. Man sieht es ja auch heute an den Zuschauerzahlen, wenn richtig mal wieder was los ist, da kommt auch das Publikum aus der gesamten Region. Gehen Sie denn eigentlich ab und zu noch zu Spielen des 1. FC Saarbrücken? Nein, ich komme leider selten dazu. Ich habe mir es aber vorgenommen, wieder öfters zu gucken, weil momentan habe ich durch Fußball und Beruf sehr viel Stress. Bei Hustenbach, habe ich gesagt, sind Sie Spielertrainer. Ich glaube, inzwischen spielen Sie dort Libero. Habe ich das richtig beobachtet? Ja, ich habe das abgeguckt. Je älter man wird, umso weniger soll man laufen. Da habe ich mich ganz hinten hingestellt. Haben Sie noch Kontakt zu Spielern der Mannschaft von damals aus der Fußball-Bundesliga? Ja, ich telefoniere noch mit Christel. Zechel ist ja noch hier geblieben. Ja. Ich telefoniere sogar mit Neurer, obwohl er selten hier oder selten nicht so beliebt ist hier. Und Zechel ist hier, der Fuhl ist noch hier, der Jelef ist noch hier. Wir treffen uns auch öfters. Herr Kretzer, wenn Sie so nur 5 Jahre zurückschauen, haben Sie den Eindruck, Sie beobachten sich auch Bundesligaspiele, dass in diesen 5 Jahren viel am Fußball geändert hat? Ist er noch schneller, noch brutaler geworden? Ich glaube, der Einsatz ist noch härter geworden und die Einstellung muss noch besser sein, vor allem die Kampfkraft, die Dynamik nimmt zu, und das ist halt das, was jungen Talenten noch ein bisschen fehlt, und die Einstellung zum Spiel, aber es wird ihnen auch keine Zeit gelassen. Und in Saarbrücken haben sie keine Zeit, wir müssen nach oben, und das ist halt das Problem vom Trainer. Michael Kretzer, in unserem nostalgischen Rückblick sind Sie der letzte Gesprächspartner. Sie sollten jetzt tippen, wie dieses Spiel heute endet. Ich tippe, dass Saarbrücken knapp gewinnt. Danke, Michael Kretzer. Das, meine Damen und Herren, war unser kleiner nostalgischer Überblick. Saarbrücken wird knapp gewinnen, so sagt es Michael Kretzer. Georg Kitzinger hat sich gestern bei Prominenten und weniger Prominenten umgehört. 2:0 für Kaiserslautern. Was ist dein Tipp? 2:1 für Kaiserslautern. Also ich tippe nicht auf Verlängerung, weil ich das nervlich nicht durchhalte. Ich erinnere mich noch sehr gut an das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Bundesliga, als Vinelda hier vor ähnlich voller Hütte, wie das morgen der Fall sein wird, getroffen hat. Und da es meistens zweimal im Leben passiert, tippe ich 2:0 für Saarbrücken. Ich hoffe, dass Saarbrücken gewinnt. Kaiserslautern gewinnt. Wie hoch? 3:2. Ich tippe ja prinzipiell falsch, und deshalb tippe ich dann ein 4:2 für Kaiserslautern. Ja, sagen wir mal 4:1 für Kaiserslautern. 3:1 für Saarbrücken, weil ich Saarbrücker bin und die packen das. Die Pfälzer gewinnen natürlich 4:1 für Kaiserslautern. Da war ich auch 3 Jahre auf der Schule. Also denke ich schon, dass die gewinnen. Ich tippe für Kaiserslautern. 3:1. Ich bin also absoluter Fußballgegner und deshalb tippe ich auf ein 2:2. Dann gibt es eine Verlängerung. Schalte ich um. Ich tippe auf ein 7:5 für Kaiserslautern. Ich bin der was von Fußball versteht, natürlich. Ich als Ursaarbrücker drücke dem 1. FC natürlich ganz fest die Daumen und tippe auf ein glorreiches 3:2 für den 1. FC Saarbrücken. Macht's gut, Jungs. Na, wollen wir sehen. Wir sind jetzt wieder hier draußen im Stadion. Ich muss sagen, eine Bombenstimmung. Beide Mannschaften sind auf dem Platz, machen sich warm, und das Stadion ist knüppeldicke voll. Ich sage, vor 5 Jahren in der Bundesliga hier habe ich das zum letzten Mal gesehen. Meine Damen und Herren, wir melden uns gleich wieder aus dem Saarbrücker Ludwigspark. Jetzt gibt es aber erstmal Schlagzeilen aus dem Funkhaus mit Jörg Gehl. Jetzt sind wir wieder im Saarbrücker Ludwigspark Stadion, meine Damen. Natürlich viel Prominenz und die zwei Präsidenten bei uns im kleinen Studio, und da ist noch einer dazugekommen, denn Hubert Kessler, der Präsident des 1. FC Kaiserslautern, hat gesagt, ich habe mir gleich meinen Ministerpräsidenten mitgebracht. Herr Beck, herzlich willkommen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Jetzt sagen Sie mir als erstes Ihren Tipp und dann dürfen wir uns vielleicht weiter unterhalten. Also ich tippe, so leid mir es für Saarbrücken tut, heute Abend auf ein 3:1 für Kaiserslautern, aber ich tippe auch drauf, dass Saarbrücken wieder aufsteigt. Na, mal sehen, vielleicht werden Sie eines Besseren belehrt. Für den Hubert Kessler, den Präsidenten des 1. FC Saarbrücken, ist das in seiner Amtszeit ja was völlig Natürliches. Ein volles Stadion. Aber für Reinhard Klimt, Herr Klimt, Sie als Präsident haben beim 1. FC Saarbrücken noch kein so Stadion erlebt. Ist doch eine tolle Sache, ne? Das erste Mal, seitdem ich diese Funktion habe. Aber sonst habe ich es auch schon oft gesehen. Und ich hoffe, dass es auch bald wiederkommt, dass wir dann öfter ein volles Haus haben. Und nicht nur, wenn die Nachbarn aus Kaiserslautern kommen.
Also wenn man ganz ehrlich ist, Herr Kessler, ist das ja auch für Sie heute großer Zahltag, denn im DFB-Pokal wird die Einnahme geteilt. Deswegen waren Sie über das Los Saarbrücken sicherlich gar nicht böse, ne? Ich war sehr froh, dass wir endlich einmal im Saarland spielen können und freue mich, dass also, wie gesagt, so viele Zuschauer wirklich live dabei sein können. Und deswegen war das Los für mich ein Glückslos. Und wie sieht das der Präsident des 1. FC Saarbrücken, auch ein Glückslos? Ja, was Besseres konnte uns nicht passieren. Leider haben wir natürlich auch einen starken Gegner, der momentan gut drauf ist. Aber eine Mannschaft muss jeden Gegner schlagen können, wenn sie nach oben will. Nehmen wir mal an, der 1. FC Saarbrücken würde es heute nicht schaffen, den 1. FC Kaiserslautern zu schlagen, was ja irgendwie auch möglich sein könnte. Herr Klimt, aber sowas ist doch für eine Mannschaft dann vielleicht nochmal ein Aufbau auch für die Regionalliga. Ich meine, die Mannschaft sieht, dass sie Resonanz haben kann. Und die Zuschauer sehen hoffentlich, dass die Mannschaft gut spielt und das Saarland sieht, dass man auch bei uns großen Fußball haben kann. Herr Beck, von Ihnen weiß ich, dass Sie auf der Tribüne in Kaiserslautern ja häufiger sitzen. Ich kann mich an dieses Spiel erinnern, wo Sie abgestiegen sind, damals in Leverkusen. Da haben auch Sie fast Tränen verloren. Was haben Sie sonst mit Sport zu tun? Ja, eine ganze Menge. Ich glaube, dass Sport einfach zu unserem Leben dazugehört. Und deshalb gehe ich auch zu Spielen, vielen Sportveranstaltungen, nicht nur zum Fußball, auch zum Ringen, zur Leichtathletik. Wir brauchen einfach sportliche Betätigung. Und die Bundesliga-Clubs, aber auch ein Club wie Saarbrücken, sind natürlich Lokomotiven, die den anderen, den Amateuren helfen, dass sie bekannt bleiben und dass auch ein bisschen Geld reinkommt über die Medien. Ich bedanke mich bei allen drei Präsidenten, wünsche Ihnen allen auf jeden Fall ein schönes Spiel und dass es irgendwie so hinhaut, dass Sie Ihren Spaß und am Ende auch das Lachen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich und hier ist gerade der Ball gelandet im Stadion mit einem Fallschirmspringer. Wunderschön und die Stimmung ist einfach großartig. Sowas hat es eben hier schon lange nicht gegeben. Und jetzt versuche ich mal zu Karl-Heinz Roland zu schalten. Der müsste irgendwo oben auf der Ehrentribüne sein. Natürlich auch eine Menge Prominenz. Man kann nicht alle Prominenten überhaupt ans Mikrofon bekommen. Der Landtagspräsident Hans Kasper. Herr Kasper, wunderschöne Stimmung hier, ne? Ja, wunderschön, dass es sowas wieder gibt im Ludwigspark. Ja. Wir haben gerade da unten von den sportlichen Prominenz, von der sportlichen Prominenz und den Präsidenten so ein paar Sätze gehört. Die haben natürlich einen Tipp abgegeben. Auf welcher Seite sind Sie denn eigentlich? Ich bin auf der Seite des FC Saarbrücken. Auf der Seite des 1. FC Saarbrücken, weil die Kleinen eine Chance haben, oder? Als Landtagspräsident des Saarlandes, ja. Und ich drücke dem FC die Daumen, weil ich sage, die Kleinen sollen auch mal gewinnen. Ja. Bin alter Fan vom FC. Ich habe 1952 schon das erste Spiel im Kieselhummus gesehen damals. Und ich wäre froh, wenn es mal wieder ein bisschen nach oben geht. Also wir haben eben so einen kleinen historischen Rückblick gemacht auf die Derbys. Saarbrücken gegen Kaiserslautern, das war ja eigentlich immer was Besonderes, ne? Das war immer was Besonderes und ich hoffe, dass das heute Abend auch was Besonderes wird von der fußballerischen Leistung her. Okay, also wir wünschen Ihnen viel Spaß und wie gesagt, ein schönes Pokalspiel. Ja, vielen Dank. Danke und damit geht's wieder weiter mit Harald Glück. Ja, jetzt wird es nur noch ungefähr 5 Minuten dauern, dann geht's ja los. Eine Stimmung herrscht im Stadion unter den 37.000 Zuschauern, als ob das Spiel schon laufen würde. Sie können jetzt bei uns live dabei sein, ob 90 Minuten oder vielleicht sogar 120 Minuten oder noch länger. Die Bildführung hat für Sie in den nächsten Stunden Günter Bruns und Ihr Kommentator ist Roman Bonnet. Zu dem gebe ich jetzt nach oben. Baumarkt und Karcher Reinigungsgeräte präsentieren Ihnen die erste Halbzeit des Pokalhits Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch aus der Reporterkabine. Viel, viel haben Sie erfahren vor dieser Begegnung, viel Historisches. Wir wollen uns jetzt konzentrieren auf das, was bevorsteht. Und hier sind zunächst einmal die Mannschaftsaufstellung. Der 1. FC Kaiserslautern ist vor etwa einer guten Stunde erst hier ins Stadion gekommen. Die Mannschaft war noch in Homburg. Otto Rehhagel begrüßt hier im Stadion von vielen Bekannten. Er war guter Dinge, er hat auch Grund dazu, denn die Mannschaft ist ja derzeit in Topform. Die Fankurve des 1. FC Saarbrücken. Ich denke, wir werden die Aufstellung gleich bekommen. Die am vergangenen Samstag protestiert haben, die Fans,
nicht in ihr Block gegangen war. Hier haben wir sie jetzt, Kaiserslautern mit Reinke im Tor. Groß, der Mann für besondere Aufgaben. Der Libero Miroslav Katlec. Dann der Mann auf der linken Mittelfeldseite, Martin Wagner, auch gleichzeitig Kapitän. Der Superstar der Mannschaft, von Mailand zurückgekommen, Ciriaco Sforza. Der Torjäger, Nummer 1 derzeit in der Bundesliga mit 7 Treffern, Olaf Marschall. Schönberg, einer der Manndecker. Dann die Zaubermaus vom Zuckerhut mit der 17, Ratinho. Mit der 18, Jürgen Rische, der spielt für Pavel Kuka, Buck auf der rechten Mittelfeldseite. Und mit der 21, Abwehrspieler und Manndecker, Harry Koch. Trainer Otto Rehagel, 59, einer der ganz Großen in diesem Geschäft. Schauen wir uns nun an, wie Saarbrücken spielt mit Harald Eberts im Tor. Mario Nicolait wird Libero spielen. Trautmann, Abwehrspieler gegen Ratinho, Sellmann wohl gegen Marschall. Peter Eiden ist dabei, trotz seiner gelb-roten Karte. Steven Musa, Mittelfeld defensiv. Korvalan auf der rechten Seite. Janne Lindberg, der Finne, auf der linken Seite. Siebert, die Sturmspitze. Rose, der Mann, der das Spiel ankurbeln soll. Und der Aufsteiger der Saison, Angelo Donato, mit der Elf. Trainer Dirk Kakut in den letzten Wochen natürlich auch in der Diskussion, als es nicht so ganz so gut lief. Aber der Mann braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Jetzt können wir uns das Ganze auch mal taktisch anschauen, wie wir die Mannschaften heute erwarten. Jetzt zunächst die, die natürlich auf den Sieg hoffen, die Lauterer. Es sind sicherlich 10.000 heute im Stadion, die ihnen die Daumen drücken. Jürgen Weber, der Unparteiische, leitet dieses Spiel. 42 Jahre ist er alt, einer der erfahrensten. Seit 12 Jahren pfeift er Fußball-Bundesliga. 120 Bundesligaspiele hat er gepfiffen. Und seine Assistenten Walter Wertmann und Martin Buhr am Orde. Ja, ich denke, es reicht nicht mehr ganz für die taktischen Aufstellungen, aber wir werden ja gleich dabei sein beim Start und dann werden Sie sehen, wie die Mannschaften spielen. So, der Anschluss ist erfolgt. Die Lauterer natürlich in Rot, ganz klar die roten Teufel, Saarbrücken traditionell in Blau-Schwarz. Und da ist die erste Möglichkeit für Branko Ciebert. Und schon fühlte man sich erinnert an das Heimspiel des 1. FC Saarbrücken gegen den FC Homburg, wo es nach wenigen Sekunden schon 1:0 für Homburg stand, als die Mannschaft sich noch gar nicht so recht orientiert und formiert hatte. Und das wäre natürlich hier so ein Ding gewesen. Das hätte im Spiel sicherlich sehr, sehr gut getan. Das ist Harry Koch von Vestenbergs Greuth gekommen. Die Mannschaft, die 1995 einen riesen Pokalerfolg landete. Eine Sensation, als man damals die Münchner Bayern mit 1:0 aus dem Wettbewerb warf. Die 22, Andreas Buck, der Mann, der die rechte Seite bildet beim 1. FC Kaiserslautern. Zusammen mit ihm, mit Ratinho, dem Brasilianer. Die erste Möglichkeit und das Tor, ist es zu glauben. Michael Schönberg. Na, das lässt er sich gefallen, der Otto Rehagel. Wir sehen was noch mal. Nein, Olaf Marschall, pardon. Natürlich, Olaf Marschall war es, ganz klar, der Torjäger. In der zweiten Minute das 1:0 für den FCK. Ich wollte es nicht beschreien mit dem frühen Tor. Hier haben wir das Ganze nochmal. Matthias Sellmann kommt nicht mehr ran, kann es nicht verhindern. Und dieser Fallrückzieher
war dann zu präzise, zu platziert für Harald Ullitz. Am vergangenen Freitag beim Bundesligaspiel in Karlsruhe, da hat er nicht sonderlich gut gespielt, der Olaf Marschall. Da war er ziemlich zugedeckt, aber heute hellwach und von Beginn an da. Andreas Reinke. Der Torjäger. Seit 94 ist er schon beim FCK. Spielte früher bei Lok Leipzig, dann eine Zeit lang in Wien, bei Dynamo Dresden. Hat immer wieder bei den Lauterern zu kämpfen gehabt. Nicht immer einen Stammplatz gehabt. In dieser Saison ist der Knoten so richtig geplatzt. Koch. Abseitsposition angezeigt. Unsicherheit, Nervosität, ganz klar. Steven Musa mit einem Fehler. Guck, gefault von Donato. Der junge Mann mit italienischen Vorfahren, ein Eigengewächs beim 1. FC Saarbrücken. Er ist so stark geworden in dieser Saison. Zu Beginn der Saison noch nicht in der Mannschaft, aber dann beim Heimspiel gegen Homburg eingewechselt und seit dieser Zeit immer dabei. Ein Mann mit viel Tordrang, meist von der linken offensiven Mittelfeldseite, kommt Angelo Donato. Und Harald Eberts stellt die Mauer. Andreas Wagner war das, ein Mann für solche Standardsituationen, gerade auch aus einem solchen Winkel heraus. Hat sich Korvalan den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Korvalan, der ja in der ersten Pokalrunde der Argentinier die Vorlage gab für Branko Ziebert beim 1:0 des 1. FC Saarbrücken gegen den Zweitligisten, gegen den Sportclub Freiburg. Sforza. Koch. Die beiden Spielmacher im Zweikampf, Brose gegen Sforza und Steven Musa, der Nigerianer. Geklärt von Axel Roos, dem echten Pfälzer, in Rotalben geboren, der Mann für die besonderen Fälle. Und Lindberg beim Einlauf. Oh, Fehler von Eiden. Und das 2:0 und das war ein Eigentor. Meine Güte. Siebte Minute und Joachim Trautmann ist der Unglücksrabe. War entscheidend, dieser Fehler von Eiden. Hätte er den Ball ordentlich geklärt, hätte er den nach außen geschlagen, dann wäre das alles hier nicht passiert. Und der Rettungsversuch geht daneben. Siebte Minute, das 0:2. Donato kommt zu spät gegen Buck. Tja, Joachim Trautmann. Er soll gegen Ratinho spielen, soll seine Kreise stören.
Das hat sich Dirk Hargut natürlich ganz, ganz anders vorgestellt. Es hat gestern ja schon etliche Überraschungen gegeben im Pokal und der ein oder andere hat gesagt, also die Lauterer, die müssen vorgewarnt sein, dass sich die Schalker da gestern eingefangen haben beispielsweise. Die müssen gewarnt sein, die müssen das Ganze hier sehr, sehr ernst nehmen. Und die haben Saarbrücken, das ist bisher deutlich geworden, beileibe nicht unterschätzt. Aber gut, was wäre wenn? Hätte Ziebert getroffen gleich in der ersten Minute. Aber alle Konjunktive nutzen jetzt nichts. Die Lauterer führen mit 2:0. Wieder Wagner. Er und Katletz, die Experten für die Standardsituation, auch mal Ratinho. Tja, schafft der 1. FC Saarbrücken das hier noch einmal wegzustecken. Genug Zeit haben sie ja. Siebert. Donato auf Lindberg, Finnen, nochmal Donato. Naja, die Bälle sind natürlich nicht präzise. Tja, genug Zeit, sagte ich eben, haben sie ja noch über 80 Minuten. Die andere Frage ist natürlich, gibt es das Debakel für seine Mannschaft hier gegen den Erstligisten? Tja, wie es ihm geht, denke ich, das kann man sehr gut ablesen. Bei Helene Essen war er aktiv, bei Rot-Weiß Essen, bei Hertha BSC und beim 1. FC Kaiserslautern. 148 Spiele hat er für die Lauterer gemacht in der Bundesliga. Otto Rehagel. Er hat damals schon Hubert Kessler kennengelernt, den heutigen Präsidenten. Und diese alte Bekanntschaft, die trug auch dazu bei, dass er damals als Trainer in die zweite Liga ging und den FCK wieder in die Bundesliga geführt hat. Rose. Nicht ganz fit, der Spielmacher, seit einem Foul in Paderborn, an der Schulter geprellt, Sprunggelenk. Er wäre so ein Typ, der Verantwortung übernehmen müsste in dieser Partie. Der spielerische Akzente setzen könnte von seinen Fähigkeiten. Musa. Und Miroslav Katletz. Viel läuft über die rechte Seite hier zu Beginn. Aber kein Wunder bei der Besetzung mit Andreas Buck, mit Ratinho. Sforza gegen Musa. Der Schweizer gewinnt den Zweikampf. Dann haben wir Schönberg, den dänischen Nationalspieler. Donato, das ist seine Stärke. Der Drang zum Tor, aber der Ball von Siebert wieder zu lang. Tja, Juan Carlos Corvalan, rechte Mittelfeldseite der Argentinier, er kam aus Wittlich zum 1. FC Saarbrücken. Er und Lindberg, sie können eine Zange bilden. Das war sicherlich auch die Idee heute in diesem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Aber nach dem 0:2, da muss man sich jetzt sicherlich erstmal sammeln, erstmal wieder finden, bevor man versuchen kann, hier ein Spiel aufzuziehen. Kaiserslautern ist hier deutlich überlegen. Rische war das einmal.
Hier haben wir ihn nochmal, den Mann, der aus Leipzig kam. Auch schon in der dritten Saison beim 1. FC Kaiserslautern. Der für Kuka in der Mannschaft ist, der gestern ein Freundschaftsspiel bestritten hat mit der tschechischen Nationalmannschaft. Keine Frage, Foul hier gegen Barbe Ziyad. Coutinho oft auf der linken Seite. Und Koch. Tja, Sie hören die Anforderung Coutinho. Der Brasilianer, der zwei Tore mittlerweile auch erzielt hat. Zuletzt das 1:0 für die Lautere am Freitagabend im Karlsruher Wildparkstadion. Als einen Freistoß aus 7 Meter Torentfernung unter die Latte setzte. Sforza. Wunderschön auf Andreas Buck. So hätte er vorhin klären müssen, der Peter Eiden. Naja. Ein Glück, dass er den Ball getroffen hat. Wagner! Martin Wagner, der auch schon Pokalgeschichte geschrieben hat, der das 1:0 erzielte damals im DFB-Pokalfinale für die Lauterer gegen den KSC, der zweimal deutscher Pokalsieger war, 1990 und 1996. Steven Musa. Siebert hat sich gelöst auf der rechten Seite. Und die erste Ecke für den 1. FC Saarbrücken. Marco Ziebert, Sturmführer sozusagen, einzige Sturmspitze nominell beim 1. FC Saarbrücken, denn Donato kommt aus dem linken Mittelfeld. Rose ist quasi hinter Ziebert. Und die Ecke von Rose. Rovalan. Kam er nicht richtig hinter den Ball, da war kein Druck dahinter. Der hätte nur passen können, wenn er ganz, ganz präzise gekommen wäre. Angelo Donato, er spielt gegen Andreas Buck. Da hat sich Otto Rehhagel schon ein bisschen was einfallen lassen, denn dieser Buck ist heute enorm offensiv, weil Coutinho mehr in der Mitte, mehr links spielt. So nimmt er quasi Donato fast aus dem Spiel, abseits hier von Koch. Und Donato hat mehr defensiv zu tun, als ihm lieb ist. Er würde natürlich auch viel, viel lieber nach vorne spielen.
Tja, für Kunststückchen, für Zauberei bleibt keine Zeit gegen diese Top-Mannschaft, die nicht umsonst an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga steht. Nikolajt, der Libero, wieder ein solcher Leichtsinnsfehler von Steven Musa, der offenbar sehr nervös ist, normalerweise mit dem Ball schon besser umgehen kann. Trautmann. Gefault von Wagner und zu Recht. Freistoß. Bisher ein sehr, sehr faires Spiel. Dario Boos, er ist sehr bekannt für seine weiten, weiten Einwürfe, ist jetzt natürlich noch zu weit vom Tor entfernt. Und Musa. Donato, ja, er kommt tatsächlich da durch. Fast. Er ist noch ein bisschen verspielt. Aber ohne Zweifel ein Riesentalent. Tja, knapp 20 Minuten sind vorüber. Der Wunschstart für die Pfälzer. Die das Spiel jetzt natürlich kontrollieren können. Und wir warten auf das Aufbäumen des ersten FC Saarbrücken. Sellmann, Gegenspieler von Marschall. Rose. Unsicherheit von Reinke. Ziebert. Die zweite große Möglichkeit für Ziebert. Die erste gelbe Karte gegen Sellmann. Matthias Sellmann, Gegenspieler von Olaf Marschall. Hier sehen wir noch einmal den Schuss von Dario Brose, die Unsicherheit von Andreas Reinke. Er hätte ihn vielleicht direkt nehmen sollen. Aber gut. Hätte, sollte, müsste. Weiterhin 0:2. Über Schönberg und Abseitsposition, aber der Linienrichter hat angezeigt, dass er das Spiel nicht unterbricht. Das ist Walter Wertmann, der 39-jährige Assistent von Jürgen Weber aus Essen. Donato gegen Buck. Kobalang wird zweiter Sieger in diesem Duell mit Wagner. Da hat er sich wehgetan. Hält sich den Kopf. Hier sehen wir das Ganze noch einmal. War nicht ganz zu erkennen. Schiedsrichter Weber verlangt nach der Trage. Scheint doch ernsthaft dazu zu sein, dass es zunächst den Anschein hatte. Tja, Dirk Hakut mit seinem Kapitän im Gespräch mit Dario Brose. Bleib ruhig, sagt er.
der einen Seite, aber trotzdem spielt nach vorne Dr. Roland Kuppig, ex-aktiver, heute Mannschaftsarzt beim 1. FC Saarbrücken. Ist ein guter Torwart gewesen. Hat eine Prellung zu sein vorne, aber es ist nichts aufgeplatzt, Gott sei Dank. Das Spiel läuft weiter. Koch. Kadels. Axel Roos. Der Mann, der in den letzten Wochen gegen Balakow, gegen Hessler, gegen Wosch gespielt hat. Der Mann für die besonderen Fälle. Sforza. Buck. Harry Koch, der Bayer im Team der Pfälzer. In Bamberg ist er geboren. Hallstatt hat er gespielt. Dann Vestenbergsbreuth. Und dann kam er zu den Pfälzern. Schönberg auf Kadlec, alles Nationalspieler, der eine für Dänemark, der andere für die Tschechische Republik. 67 Länderspiele hat Kadlec auf dem Buckel, bei Schönberg sind es 24. Zuverlässige Akteure, nicht mehr die jüngsten mit 30 und 33, aber die Mannschaften von Otto Rehhagel waren noch nie unbedingt die Teams der Youngster. Aber die hat er auch, die sind auf der Bank. Ich denke an Michael Ballack. An Thomas Riedel, an Marco Reich beispielsweise. Leute im Moment noch in der zweiten Reihe beim FCK. Aber ich denke, er wird sie bringen. Er wird sie einbauen im Laufe der Saison. Ja. Hat er gestoßen, ohne Zweifel von hinten. Herr Weber aus Essen, man sagt oft, der freundlichste Schiedsrichter, weil er immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Es müsste eigentlich ein gutes Omen sein, dass er hier heute pfeift, denn in diesem Bundesligaspiel, in dem letzten in der Saison 92-93, als der 1. FC Saarbrücken hier gegen Kaiserslautern mit 2:0 gewann, als Erik Winalda die beiden Tore erzielte, da war Herr Weber aus Essen ebenfalls der Leiter dieser Partie hier im Ludwigsparkstadion. Aber jetzt, nach gut 25 Minuten, heißt es umgekehrt. Andreas Buck macht ein Riesenspiel für mich. Jetzt auf der linken Seite, läuferisch ungeheuer stark. Und Donato, seinem Gegenspieler, im Moment nichts zu sehen. Und Lindberg auf Brose. Und da ist Donato. Gegen Harry Koch. Er darf natürlich auch nicht zu viel alleine riskieren, der junge Mann. Peter Eiden. Ja, das kann ein Rezept sein, solche Bälle auf Branko Ziebert, der ja kopfballstark ist. Der aber natürlich mit Harry Koch einen sehr starken Gegenspieler hat. Sehr gewandt ist, sehr geschmeidig. Der Meister ist sehr zuverlässig, seine Aufgabe erledigt. Dario Grose. Lindberg. Warum nicht? Der Finne zuletzt von Richard Möller-Nielsen, dem finnischen Nationaltrainer, mehrfach beobachtet. Dirk Hakut hatte ihn aus der zweiten schottischen Liga mitgebracht. Echtes Zuspiel von Ziebert.
und Sforza auf Ratinho. Axel Roos. Ratinho. Sehr schön gesehen von Korov Sforza. Ja, das hatte ich auch anders gesehen, aber er nimmt es gelassen hin. Ja, die Entscheidung war korrekt. Lindberg in den Rücken von Siebert. Den Pass nicht kommen sehen. Vom FC Morton kam er aus der zweiten schottischen Liga. Donato. Sie kämpfen, sie haben sich noch nicht aufgegeben. Und das ist doch gut so. Dritter Eckstoß. Rose. Reinke mit der Faust dazwischen. Schönes Zusammenspiel. Rose Lindberg. Ja, das kann man nun wirklich nicht als Rückpass auslegen, wie Jara Lindberg das hier gefordert hat. Tja, drei gute Möglichkeiten gab es bisher für den ersten FC Saarbrücken. Viele Chancen werden sich gegen diese Mannschaft natürlich auch nicht bieten, das ist ganz klar. Wenn man hier noch eine Chance haben will, denke ich, müsste man vor der Pause doch noch den Anschluss drauf erzielen. Horvalan, Zweikampfsieger gegen Wagner, aber Ratinho hat aufgepasst. Schön gemacht von Donato. Er hat viel gelernt. Sforza sehr aufmerksam. Schönberg. Groß überlässt Marschall. Sehr, sehr viel läuft über diesen Harry Koch. Über die rechte Seite. Und Rische. Schneller am Ball als Peter Eiden. Allein auf weiter Flur, meistens Branko Ziebert. Auf der Bank hat der Karkut noch Stürmer, Sambo Cioci, Markus Buckel. Von Buck an Donato. Steve Musa. Er kann ja torgefährlich sein, sehr, sehr laufstark, der Nigerianer. Und Korvalan. Rose. Musa. Nochmal der Argentinier. Ja, jetzt rücken die Lauterer natürlich wieder auf. Nicht aufgepasst von Donato. Joachim Trautmann. Traudel wird er genannt. Pechvogel
der das Eigentor erzielte in der 7. Minute zur 2:0-Führung für Kaiserslautern. Rose. Ein bisschen schneller muss er abspielen. Und Koch. Andy Buck wieder auf der rechten Seite. Und Eberts. Hinten stand Rische, ein Schuss bereit. Da sehen wir das Laufduell nochmal. Buck schneller als Donato. Gut gemacht vom Saarbrücker Keeper. Ja, Otto Rehagel mit einigen Anweisungen. Auch er hat natürlich gemerkt, dass Saarbrücken sich seine Chancen erspielt. Aber jetzt aufgepasst. Riesche. Um mein Haar, das 3:0. Höher als Eiden und Harald Eberts mit einer weiteren Glanztat. Und Eckstoß. Andreas Buck bringt ihn herein. Und Olaf Marschall war es wieder. Berti Fuchs hat ihn ja in den Kader berufen für das nächste Länderspiel. Eine schöne Auszeichnung für ihn, für die Leistungen in den ersten Saisonspielen. Weiter an Harry Koch. Da gibt es einige Pfiffe, weil ein Feuerwerkskörper abgefeuert wurde hinter das Tor des SNFC Saarbrücken. Der Stadionsprecher Harry Klemm bittet doch gleich darum, dies zu unterlassen. Ziebert hilft hinten aus. Musa. Aber jetzt ist keiner da vorne. Also die Stimmung ist noch da. Die Fans versuchen, die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Die Mannschaft, die hier in den Heimspielen meistens kein gutes Gesicht gezeigt hat, die auswärts ordentlich gespielt hat, dann aber, weil man die Chancen nicht nutzte, doch oft ohne Punkte nach Hause kam. Ziebert, also er alleine wird er da vorne nichts ausrichten können. Sie sehen es, vier Lauterer gegen ihn. Da musste Karkut irgendwie die Offensive verstärken. Da war sicherlich an Donato gedacht, dass der über die linke Seite kommen soll, aber der ist so sehr gebunden mit Defensivaufgaben, weil Andy Buck sehr offensiv spielt und die rechte Seite sehr extensiv nach vorne nutzt. Viel Platz hat, weil Ratinho in der Mitte und teilweise links spielt. Jörg Weber und Dario Brose im Zwiegespräch. Ich denke, der Schiedsrichter wird
dem Kapitän des 1. FC Saarbrücken ein paar Worte gesagt haben zum Thema Feuerwerkskörper. Ich denke, Sie haben es mitgehört, Erik Klemm nochmal mit einem Appell an die Vernunft der Zuschauer, die sich wirklich hier auf Fußball konzentrieren sollten und nicht darauf, mit irgendwelchen Gegenständen hier auf das Spielfeld zu werfen. Noch 7 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Freistoß für Joachim Trautmann. Korbalan, kurz gespielt. Und da ist die... Oh. Ist es zu glauben. Wieder Ziebert. Riesenmöglichkeit. Korbalan auf Ziebert. Hier rettet Reinke zunächst mal. Aber dann Donato. Er kam nicht richtig hinter den Ball. Vielleicht kam er ein bisschen zu schnell. Vielleicht war er überrascht nach der Flanke von Donald. Reinke mit schlechter Abwehr. Naja, der Ball war natürlich sehr, sehr scharf geschlagen. Die Lauterer wieder. Ratinho. Wagner. Raus, raus, vielleicht hören Sie die Rufe von Dirk Kakut. Er will, dass die Mannschaft weiter aufrückt. Dass die Lauterer nicht so viel Raum haben, um ihr Spiel zu entfalten. Musa. Tja, noch 4 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Und der Chef gibt noch ein paar Anweisungen angezeigt. Über die rechte Seite über Koch. Das Pärchen Koch-Buck. Guten Zusammenspiel. Lindberg dazwischen. Rose, Musa. Da fehlt es dann doch noch an der Abstimmung. Da merkt man, die Mannschaft weiß nicht so recht, wer soll da gehen. War der nun für Korbalan? War er für Ziebert? Keiner ist gestartet. Und so hat Andreas Reinke den Ball. Der Norddeutsche, der eigentlich gar nicht mehr die Nummer 1 sein sollte, Peter Kuba, der tschechische Nationaltorhüter, war verpflichtet worden, aber der ist Langzeit verletzt. Und so ist Reinke wieder die Nummer 1. Und Torwart Uldi Gerald Ehrmann sitzt auf der Bank als Nummer 2 beim FCK. Buck Donato, das Pärchen kennen Sie mittlerweile. Axel Roos. Ganz so unpräzise. Das Spiel nach vorne ist nicht die Sache von Axel Roos. Das muss man sagen. 33 ist er in Thaleischweiler Fröschen
hat er zunächst gespielt, seit 1979, also seit 18 Jahren beim FCK. 236 Bundesligaspiele. Ein Mann, auf den Otto Rehhagel sich in der Defensive verlassen kann. Sehr, sehr eng bewacht von Lindberg diesmal. Ja, klare Sache. Buck. Weiterspielen, sagt Schiedsrichter Weber. Die Attacke von Peter Eigen. Kein Foul. Tja, noch 2 Minuten zu spielen im Ludwigsparkstadion. 0:2, der Favorit führt hier durch 2 frühe Tore. Das 1:0 durch Olaf Marschall in der 2. Minute mit einem Fallrückzieher. Und dann bereits 5 Minuten später das 2:0. Ein Eigentor von Joachim Trautmann nach einem Fehler von Peter Eiden, der auf der linken Abwehrseite die Situation nicht entscheidend klären konnte und die scharfe Hereingabe von Buck, die verwandelte sozusagen Joachim Trautmann, der Gegenspieler von Ratinho, ins eigene Netz. Saarbrücken hat 4, 5 gute Chancen gehabt, vor allem Branko Ziebert. Insgesamt aber, denke ich, ist die Offensive nicht stark genug. Dario Brose konnte noch nicht die spielerischen Impulse setzen. Ziebert oft allein auf weiter Flur. Donato zu sehr in der Defensive gebunden. Korvala. Wenn er wieder in die Mitte schaut, 3 Lauterer mit dem Torwart, 4, ein Ziebert ganz allein. Diese Unterzahlsituationen haben wir häufig gehabt in dieser ersten Halbzeit und Jürgen Weber wird wohl in wenigen Sekunden dieser ersten Halbzeit ein Ende setzen. Die Chancen, die der 1. FC Saarbrücken sich aber erarbeitet hat, lassen durchaus noch ein wenig Hoffnung. Und Dirk Caput wird seiner Mannschaft sicherlich einiges zu sagen. Hoffnung also durchaus noch für die 2. Halbzeit. Praktiker, der billige Baumarkt und Kercher Reinigungsgeräte präsentierten Ihnen die 1. Halbzeit des Pokalhits Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Ja, Branko Ziebert, der 1. FC Kaiserslautern führt zwar mit 2:0, aber der FCS, Sie hatten mehrere gute Chancen. Wie war das in der 1. Minute? Ja, das war schon deprimierend, wenn man da gleich am Anfang ein Tor bekommt, das wollten wir verhindern, das hat nicht sein sollen. Wir hatten einige Möglichkeiten, haben wir nicht genutzt, wir werden jetzt weiterspielen, versuchen das Spiel noch umzudrehen. Hatten Sie noch ein Tor? Ja, ich denke schon. Toi, toi, toi. Meine Damen und Herren, Halbzeit im Saarbrücker Ludwigsparkstadion, der 1. FC Kaiserslautern führt mit 2:0. Und bevor wir ins Studio nach Saarbrücken gehen, kurz zu Karl-Heinz Roland, der ist auf der Ehrentribüne. Ja, also die Meinung des Ministerpräsidenten des Saarlandes. Jetzt ist Pause im Saarbrücker Ludwigspark. Meine Damen und Herren, wir geben ins Studio hoch auf den Hallberg zu den kurzen Informationen des aktuellen Berichts und sind rechtzeitig wieder hier. Wunderschöne Aufnahmen vom Saarbrücker Ludwigspark aus der Vogelperspektive mit der Flugzeugkamera aufgenommen vor diesem Spiel, meine Damen und Herren. 2:0 steht es für den 1. FC Kaiserslautern durch diese Tore von Olaf Marschall in der 2. Minute und das Eigentor von Joachim Trautmann schon in der 7. Minute. Ich muss noch etwas sagen, eben hatten wir ein bisschen Tonprobleme beim Interview mit Oskar Lafontaine.
Vielleicht können wir ihn nach dem Spiel noch mal einvernehmen, wie er diese Begegnung gesehen hat. Die Spieler sind noch nicht auf dem Platz, wenn sie jetzt Pfiffe hören. Im Hintergrund versuchen sich Fans beider Clubs im Tore schießen ohne Torwart. Die einen haben manchmal mehr Glück, die anderen manchmal weniger. Und deswegen gibt es natürlich entsprechend von den Rängen aus der Kurve des 1. FC Saarbrücken, der Fankurve oder der des 1. FC Kaiserslautern, Pfiffe bzw. Jubelgesänge. Man erhofft sich natürlich noch einiges in dieser zweiten Halbzeit. Und wir warten noch auf Reinhard Stumpf, den Co-Trainer des 1. FC Kaiserslautern, der in der Halbzeit zu uns kommen wollte, und kurz danach auch noch Dirk Karkut, der Trainer des 1. FC Saarbrücken. Da gibt es sicherlich die eine oder interessante andere Frage noch zu stellen. Ich gebe auch mal ganz kurz zu Roman Bonner, der das Ganze von viel weiter oben begutachten kann. Praktika, der billige Baumarkt und Karcher Reinigungsgeräte präsentieren Ihnen die zweite Halbzeit des Pokalhits Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Noch ist der Rasen bevölkert mit Cheerleaders und mit Fangruppen, die den Superschuss probiert haben, also von der Mittellinie direkt ins Tor. Und da gab es ein paar Preise zu gewinnen. Also ein bisschen Showprogramm hat man hier geboten. SA3 Saarlandwelle hat das auch kräftig gemacht vor diesem Pokalspiel. Deron Becher und Deidesheimer haben wir gehabt, die beiden Kabarettisten. Ein Saarländer und ein Pfälzer. Und natürlich gab es da jede Menge Frotzeleien. Das Ganze ist von den Fans sehr gut aufgenommen worden. Die Pfälzer hier in ihrer Ecke, die ja ein volles Stadion gewohnt sind. Hier haben wir nochmal die Cheerleaders, die eigentlich da auch sein sollten, auch um Saarbrücker Tore zu bejubeln. Aber vielleicht gibt es die Gelegenheit ja noch im zweiten Abschnitt. ...1985 war es, als der 1. FC Saarbrücken Schlagzeilen machte im DFB-Pokal, als man bis ins Halbfinale vordrang, Mannschaften wie den VfB Stuttgart schlug, Hannover 96, Rot-Weiß Essen, und dann im Halbfinale scheiterte mit 0:1 an Bayer Uerdingen. Die Uerdinger, sie wurden später dann auch tatsächlich deutscher Pokalsieger mit einem 1:0 gegen Bayern München. Die Zeiten sind lang vorbei, hier sehen wir die Pfälzer, die sich warm machen, die Ersatzspieler. Pascal Ojigwe, der 26-Jährige, Michael Ballack, Oliver Schäfer, Thomas Riedel, Marco Reich ist noch dabei und der Rote Teufel, im Moment verdeckt, das Maskottchen des 1. FC Kaiserslautern. Tja, was erwartet uns in dieser zweiten Hälfte? Es gab viele, viele Meinungen jetzt hier in der Pause. Das ging von einem überlegenen 1. FC Kaiserslautern, der alles fest in der Hand hat und kontrolliert, bis zu anderen, die gesagt haben, naja, da habe ich mir aber mehr erwartet. Die müssen doch eigentlich stärker spielen. Vielleicht denken bei den Lauterern jetzt schon einige auch wieder an den nächsten Samstag, das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen. Die Besten im Südwesten. Beim 1. FC Saarbrücken war man hier oben auf der Tribüne auch allgemein der Auffassung, hätte Ziebert in der ersten Minute gleich getroffen, wäre vielleicht manches anders gelaufen. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Konjunktive nützen nichts, die Realität zählt, und da heißt es 0:2. Dirk Karkut ist bei Harald Glück. Na, Dirk Karkut, 0:2, ist schon alles gelaufen? Nein, wir brauchen den Anschlusstreffer, und dass wir uns Chancen erspielen können, haben wir gezeigt. Wir müssen nur daran glauben, das Tor machen und vor allen Dingen keinen dritten kriegen. Dann ist das Spiel vorbei. Ändern Sie irgendwas in der Mannschaft? Nein, wir spielen so weiter. Wir haben auch nicht mehr viele Alternativen. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir aus den Möglichkeiten, die wir vielleicht noch mal bekommen, den Anschlusstreffer machen. Und dann fangen sie an zu wackeln. Toi, 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 Dirk Karkut. Ja, meine Damen und Herren, also das Spiel kann weitergehen. Die Mannschaften sind auf dem Platz. Und ich gebe jetzt wieder zu Roman Bonner. Die Bildführung hat weiterhin Günter Bruns. Roman, bitte. Ja, die Lauterer stehen da noch zusammen in der Hälfte, unterhalten sich noch mal, stimmen sich noch mal ein bisschen ab. Und Marco Reich ist in die Mannschaft gekommen für Ciriakos Forza. Marco Reich, er kommt aus Meisenheim, 19 Jahre jung,
ist seit 92 beim FCK, hat das 4:2 letzten Freitag gemacht in Karlsruhe. Einer der Youngster bei den Pfälzern. Sforza, ich weiß nicht, ob ihn Kurt Rehagel schon schont. Mir war nicht aufgefallen, dass er etwa verletzt gewesen sein sollte. Der Ausnahmespieler aus der Schweiz, der mit 14 schon in der zweiten Liga spielte und mit 16 in der ersten Liga mit 20 Nationalspieler war. Er ist also nicht mehr dabei hier in der zweiten Halbzeit. Wir haben Bereich zum ersten Mal am Ball. Martin Wagner. Dario Brose jetzt im Moment auf einer Linie mit Franco Ziebert. Sellmann, aufgepasst. Der frühe Anschlusstreffer. Das ist es. Schön wäre es gewesen, es hätte vor der Pause noch geklappt. Dann wackeln sie, sagte Dirk Krakut. Aber so leicht werden die noch nicht wackeln. Die haben gegen Karlsruhe auch deutlich geführt, mussten Gegentreffer, Anschlusstreffer hinnehmen. Die haben sich dann mit manchmal ein bisschen Glück, aber auch natürlich mit Können und Routine am Ende doch nochmal durch und abgesetzt. Donato. Diesmal gegen Koch. Marco Reich klärt zur Ecke, die vierte Ecke für den ersten FC Saarbrücken. Rose. Nikolait ist mitgekommen, der Libero, kopfballstarker Mann. Aber die Lauterer können zunächst mal klären. Axel Roos. Schick zurückgelegt. Da kam Marschall dann nicht mehr an den Ball. Steven Muser. Trautmann. Ja, das Spiel nach vorne. Ist auch nicht seins. Korbalan. Das ist seine Position. Jetzt die Flanke. Wo ist Ziebert? Da ist Ziebert. Und auch Donato, aber die Lauterer haben den Ball. Coutinho haben wir gesehen, Trautmann, das Pärchen. Trautmann hat gar nicht mal schlecht gegen ihn gespielt in der ersten Halbzeit. Im Übereifer hat er halt das Eigentor erzielt. Coutinho ist jetzt mehr ins zentrale Mittelfeld gewechselt, dort wo Ciriakos Forza in der ersten Halbzeit gespielt hat. Das Trikot passt ihm noch nicht so ganz. Vielleicht ein, zwei Nummer noch zu groß. Aber als 19-Jähriger kann man beim FCK da ja noch reinwachsen. Schönberg und Siebert im Duell. Kadletz. Klärt. Jetzt müsste es mal schneller gehen. Musa. Da fehlt jetzt die Anspielstation. Es läuft wieder viel in der Mitte zusammen.
an solche Fehlpässe. Sache. Nichts Schwerwiegendes, aber natürlich ein Foul. Ist er natürlich schon ein bisschen vorher auch gesprungen, aber Musa war schon dran. Martinho gewinnt das Kopfballduell gegen Brose. Und Freistoß. Naja, Ball und Gegner. Sagen wir es mal so. Matthias Sellmann hier, der zweite von rechts, jetzt ganz rechts. Das ist der Gegenspieler von Olaf Marschall. Torentfernung, na? 30 bis 35 Meter. Entweder Wagner mit Schmackes oder Ratinho mit Gefühl. Wagner macht's. Oh, Latte. Und das war's. 6 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Das 3:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Hier sehen wir den Knaller an die Latte. Und dann hat der eingewechselte Marco Reich das richtige Näschen und erzielt das 3:0. Keiner hat auf ihn aufgepasst, keiner ist mitgegangen. Marco Reich 6,5 Minuten auf dem Feld und Torschütze zum 3:0 für seine Mannschaft. Wie im ersten Abschnitt das taktische Konzept gleich über den Haufen geworfen, wenn man in der zweiten Halbzeit überhaupt noch mal davon reden kann, aber zumindest die Absicht des ersten FC Saarbrücken gleich wieder verworfen. Die Lauterer vielleicht mit einem Tor, mit einem Anschlusstreffer noch mal in Bedrängnis zu bringen. Musa. Rovalan, Donato. Und Riesche. Schön aufgepasst von Trautmann. Rose. Ja, er setzt sich durch. Und Michael Schönberg Christensen heißt er genau. In den Saarbrücker Nachthimmel. Im Eckenverhältnis führt der erste FC Saarbrücken klar. Mittlerweile die 5. Ecke. Eine für Kaiserslautern. Sehr schön gemacht auf Buck. Wieder Reich. Sehr, sehr schnell um die Abwehr des 1. FC Saarbrücken hat sich auf ihn noch gar nicht eingestellt.
Lindberg. Sich nicht getraut, nach vorne zu spielen wegen Abseitsgefahr. Hier haben wir ihn nochmal, den Finne. Die Leute stehen da gut auf einer Linie. Donato gegen Koch. Er macht zu viel. Das kann nicht gut gehen. Naja. Weiterhin wieder. Und er kriegt den Freistoß, den er haben wollte. Aufgelaufen auf Harry Koch. Der ihn natürlich auch gehalten hat. Tja, Nikolai ist jetzt vorne wieder dabei. Sellmann ist dabei. Trautmann und Musa orientieren sich dann immer nach hinten. Eiden bleibt hinten. Siebert versucht es direkt, nochmal Große. Schönberg, einer der kopfballstarken Abwehrspieler beim FCK, eher auch Koch. Hat letzt gar nicht mal so, obwohl er großgewachsener Mann ist. Hat andere Stärken. Donato. Ratinho. Everson Rodriguez heißt er eigentlich. Mit richtigen Namen. Familienvater. Drei Kinder hat er. Ist auch ein richtiger Familienmensch. Sehr sympathischer Typ. Vor kurzem war er auch mal sonntagsabends bei uns in der Sportarena zu Gast. Ganz locker, spricht hervorragend Deutsch, hat ja in der Schweiz gespielt. 1,70 groß. In St. Gallen und Aarau hat er gespielt. Seit 96 beim FCK und sein Stern ging in dieser Saison so richtig auf. Donato. Rose. Aus solchen Situationen muss man mehr machen, will man hier noch eine Chance haben. Tja, da hat ihm wohl niemand Bescheid gesagt, dass Wagner da lauert und quasi nur darauf wartet, dass er die Situation so lösen will. Martin Wagner, der Mann, der auch Motorräder liebt. In Offenburg und Kehl hat er gespielt und vom 1. FC Nürnberg kam er 1992 zum FCK. 6 Länderspiele hat er mittlerweile, 202 Bundesligaspiele, davon 102 für die Lauterer. Die wieder kommen mit Rische. Groß. Jetzt verstärkt auf der rechten Seite. Tja, im Großen und Ganzen hat Sellmann gegen Marschall seine Sache ganz ordentlich gemacht. Wäre da nicht die zweite Minute gewesen, als der Torjäger, Führende in der Torschützenliste der Fußball-Bundesliga, dann doch traf. Korvalan versucht das direkt, nein, er sucht den Mitspieler, wiederum eine Schwäche bei Andreas Reinke. Das müsste sich mittlerweile rumgesprochen haben, dass man da zur Stelle sein muss. Und der Konter. Der Konter. Buck scheitert an Eberts und dann ist es passiert. Jürgen Rische, das 0:4. Saarbrücker Abwehr nicht im Bilde.
Da stehen vier Mann, der eine deutet auf den anderen. Aber viele sind da, um ausgenutzt zu werden vom Gegner. Puck hat sich da wieder gut durchgearbeitet. Kein Mensch hat auf Rischer aufgepasst. Eigentlich Peter Eiden, sein Gegenspieler. Sie haben allen Grund zu feiern. Noch eine halbe Stunde zu spielen, aber er wird mit seiner Mannschaft ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Marco Ziebert, der wird bald Unterstützung bekommen, denn Sambo Cioci macht sich draußen warm. Da sehen wir den Nigerianer. Andreas Buck, Dauerläufer, und auch die Lauterer werden wechseln. Mit der Nummer 3 macht sich Michael Ballack bereit. Von dem viele heute schon sagen, dass er bald, wenn er eine Zeit lang Stammspieler war, und mit diesem bald meine ich dann einen Zeitraum von etwa 2 Jahren, ein Kandidat für Berti Vogt sein kann. 20 Jahre ist der Jung. Ein Mann fürs Mittelfeld. Nikolat bleibt an seinem Libero-Kollegen Kadletzing, der natürlich routiniert ist, ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel hat. Und Reich. Traut man da ganz locker stehen. Eiden kommt raus. Ja, der Wechsel kommt. Sambo Cioci kommt und Dario Brose geht aus dem Spiel. Ich denke, man hat gesehen, dass dieser Dario Brose ein großes Potenzial hat, so wie er den Ball führt. Er kann entscheidende Pässe spielen, aber er ist im Moment nicht in Topform. Und wie gesagt, er war auch angeschlagen zuletzt. Mit den Lauterern geht Axel Roos vom Feld, leicht erkrankt gewesen in dieser Woche. Otto Rehhagel gibt ihm die Möglichkeit, sich auszuruhen. Dank an den Routinier. Und Michael Ballack übernimmt seine Position. Hier haben wir den jungen Mann, 20 Jahre alt, aus Chemnitz ist er gekommen. Seit dieser Saison beim 1. FC Kaiserslautern. In der U21-Nationalmannschaft hat er immerhin schon 9 Mal gespielt. Groß gewachsen, 1,89. Wie gesagt, ein hoffnungsvolles Talent. Mit dem ersten Ballkontakt, aber Schönberg war schneller. Und Sellmann. Marco Reich. Super gemacht. Ich muss sagen, es macht Spaß, diesem Marco Reich zuzuschauen. Wirklich erst seit knapp 20 Minuten im Spiel. Sehr, sehr agil. Laufstark mit Drang zum Tor. Und in der 52. Minute ja auch schon erfolgreich. Tja. Ein nettes Zwiegespräch zwischen dem jungen Mann und seinem Coach. Ballack
und Abstoß. Ja, das Ludwigsparkstadion seit 5 Jahren nicht mehr so gut gefüllt. Sie haben es eben noch mal gesehen in unserer Einstellung hinterm Tor. Es wird auch sicherlich noch eine Zeit lang dauern, bis es wieder so weit sein wird. Die Mannschaft, die ja mit einem Fehlstart in die Saison gegangen ist, vor allem weil man zu Hause nicht in der Lage war, ein gutes Spiel aufzuziehen. Das gelang zwar oftmals auswärts, aber dann hat man die Chancen nicht genutzt. Hier haben wir Dario Brose. US-Boy ist aber Fußballdeutscher. Seit 95 ist er in Saarbrücken. Aus Saint-Brieuc kam er damals aus der zweiten französischen Liga. Er ist sicherlich einer, der eine Mannschaft führen kann. Er ist der Kapitän geworden, nachdem Paulo da Palma beim Spiel gegen Trier ausfällig wurde gegen den Unparteiischen, und der ist noch bis November gesperrt. Wieder Reich. Zweikampf mit Musa. Und wenn wir richtig gezählt haben, erst die zweite Ecke für die Lauter. Harald Eberts, kein Vorwurf an ihn. Im Gegenteil, der Torhüter des 1. FC Saarbrücken hatte in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten der Lauterer noch zunichte gemacht. Nochmal Wagner. Beiden nicht gut aussehen. Keine Diskussion. Jetzt aufgepasst. Ratinho steht bereit. Nur 2 Mann in der Mauer. Also ich weiß nicht, bei den Schusskünsten des Brasilianers, Sie hören Harald Eberts lautstark. Ja, er geht auf den langen Pfosten, versucht es nicht direkt, aber da war auch der 1,89 große Michael Ballack dann noch ein paar Zentimeter zu klein. Auch heute ist er freundlich, hat das Spiel voll im Griff. Jürgen Weber aus Essen. Diesmal hat er dem 1. FC Saarbrücken kein Glück gebracht. Der 42-Jährige aus Essen. Und da haben wir ihn wieder, Marco Reich. Sellmann dazwischen. Einen Rückpass gesehen. Tja, ganz locker und entspannt kann er sein. Der Mann, der vor 25 Jahren mal hier im Ludwigspark Trainer war, bei seiner zweiten Station nach dem SV Rockenhausen. 5-mal war er schon im Pokalfinale. Deutscher Pokalsieger mit Werder Bremen, unter anderem 91 und 94.
91 gewann er gegen den 1. FC Köln 4:3 nach Elfmeterschießen. Otto Rehhagel mit den Bremern im Finale. 94 war dann Rot-Weiß Essen der Gegner. Und auf der anderen Seite der sportliche Leiter und Manager war Dirk Karkut, der heutige Trainer des 1. FC Saarbrücken. Also die beiden standen sich schon mal gegenüber, aber sowohl damals, ich denke, auch heute war Otto Rehhagel der Sieger. Sie sehen, wie locker und entspannt die Atmosphäre jetzt ist. Auch mit Wolfgang Seel gemeinsam war Otto Rehhagel Pokalsieger in seiner Zeit in Düsseldorf 1980. Wir haben Ihnen im Vorspann ja viel gezeigt aus der Geschichte dieser Duelle. Saarbrücken gegen Kaiserslautern, oft vor großer Kulisse, Saarbrücken in der Regel in der Außenseiterrolle in der Bundesliga mit 2 Siegen, einmal in der Saison 63-64, als man in Kaiserslautern gewann mit 4:2 und dann 1992, wir haben vorhin über dieses Spiel schon gesprochen, 2:0 durch die beiden Tore von Eric Wynalda in der Bundesliga-Saison. In Kaiserslautern holte man dann ein Unentschieden, aber heute wartet man hier vergeblich auf die große Pokalüberraschung. Steven Moser. Abseits. Franco Ziebert, ja, er war der Mann, der die Chancen hatte in der ersten Halbzeit. Gleich in der ersten Minute. Danach noch zweimal per Fuß und per Kopf. Und der Ball ist dann auch für den schnellen Marco Reich. Zu lang. Marschall. Harald Eberts, sehr engagiert auf der Linie im Spiel, das haben Sie mehrfach gesehen, ansonsten außerhalb des Spielfeldes ein sehr ruhiger, besonderer und bescheidener, sympathischer Typ. Da deutet sich noch ein Wechsel an. Pascal Ojikwe wird in die Mannschaft kommen. Er wird sich mit 2 Herrschaften auf dem Platz sehr gut unterhalten können, mit Sambo Chochi und mit Steven Musa, denn auch er kommt aus Nigeria. Jetzt geht auch noch mal sicher. Ein bisschen provoziert, natürlich, ganz klar. Thank you.
Buck, der Arbeiter auf der rechten Seite. In der ersten Hälfte schon etwas stärker. Bock. Ballack. Der Versuch, Laola zu starten. Ich finde es schön, dass der Versuch in der Saarbrücker Kurve jetzt auch gestartet wird. Die Lauter haben vorhin auch schon mal versucht, das sei zur Ehrenrettung dieser Fans gesagt, der besten Fans der Bundesliga. Harry Koch geht aus der Partie. Viel geleistet, viel ist über ihn gelaufen. Und der Nigerianer Ojikwe kommt ins Spiel. Schönberg. So langsam klappt das auch mit Laola. Mit gestrecktem Fuß da reingegangen. Das tut weh und das können natürlich auch langwierige Verletzungen sein. Das müsste jetzt eigentlich nicht mehr sein. 13 Minuten vor Ende der Partie beim Zwischenstand von 0:4. Hier sehen wir Laola. Also wir haben hier schon eine super Stimmung, ohne Zweifel. Ich hoffe, das überträgt sich dann auch nach dem Spiel, wenn die Fans abziehen werden. Es hat einige gemeinsame Aktionen gegeben. Und das ist auch gut so, wenn die Fans sich treffen, wenn sie sich kennenlernen. Wenn sie Zeit miteinander verbringen. Und das bringt natürlich auch irgendwo dann Nachspielende eine friedliche Atmosphäre, so wie man sie sich in den Fußballstadien wünscht. Rische da nicht ganz einverstanden. Tja, aus den Standardsituationen hat Saarbrücken nicht sonderlich viel gemacht, aus seinem Vorteil bei Eckbällen. Siebert und Lindberg stehen bereit. Man sprüht nicht unbedingt vor Ideen bei solchen Situationen. Aber vielleicht hat der Karkut noch nicht die Zeit gehabt, auch solches intensiv zu trainieren. Vielleicht ist er nach wie vor dabei, die Mannschaft zu formen, wirklich eine Mannschaft zu bilden, die sich versteht, kombinieren kann, wo der ein oder andere weiß, oder wo der eine weiß, was der andere tut, wo es ein gutes Zusammenspiel gibt. So weit ist man hier im Ludwigspark noch nicht. Andreas Reinke. Heute hat man leider, muss man für ihn sagen, mehrfach gesehen, warum Kaiserslautern darüber nachgedacht hat, einen anderen Mann zu verpflichten. Mit einigen Schwächen heute in dieser Partie. Gut für ihn und seine Mannschaft, dass Saarbrücken davon nicht profitieren kann. Und noch eine Ecke. Die ersten bengalischen Feuer werden entzündet, so wie man das aus Lautern kennt.
10 Minuten sind es noch. Gadlitz sieht auf der anderen Seite Marschall, Ratinho. Der Rücken war weit aufgerückt. Da hat er die Hände zu Hilfe genommen, der Peter Alden. Guck. Auf der rechten Seite bekam er keine Bälle mehr. Jetzt finden wir ihn plötzlich auf halblinks. Ja, das ist so eine Sache für Cutlets, für Ratinho. Weniger. Für Wagner denke ich aus der Position heraus. Ratinho hat sich durchgesetzt, denke ich. Er will es machen. Angelo Donato als Abwehrspieler. In der einen oder anderen Situation hat er heute gezeigt, was er drauf hat. Der 20-jährige Saarbrücker, der sicherlich gut geführt werden muss, der aufgebaut werden muss, der dann ein guter Profi werden kann. Trautmann, gut aufgepasst. Cioci. Oh, da sehen Sie wieder die Situation, absolute Unterzahl. Lauterer sind gleich mit 4-5 Leuten zurück. Lindberg. Stockfehler von Peter Alden, die Technik ist nicht seine Sache. Wagner! Hat's Wolle mal versucht, der Kapitän. Ja, nicht ganz sauber, aber da haben Sie gesehen, wie schnell dieser Ratinho auch ist. Cioci gegen Ojikwe. Wieder 1 gegen 3. Das machen die Lauterer einfach sehr, sehr geschickt. Da muss nicht nur einer Verantwortung übernehmen, da wird gleich der Raum dann auch mit abgedeckt. Dazu muss man viel laufen. Aber die Mannschaft ist körperlich gut drauf. Und sie kann sich das eben erlauben. Musa. Siebert hatte jetzt mal Raum. Reich gegen Eiden. Hat er sich jetzt gut durchgesetzt, der Saarbrücker. Und Korvalan. Vielleicht wird es ja noch was mit einem Ehrentreffer in den letzten 5 Minuten dieser Part. Ballack auf Reich.
Pfiffe gelten nicht im Geschehen auf dem Rasen, sondern dann geht es mal wieder um Laola, die irgendwo hängen geblieben ist. Die Zuschauer konzentrieren sich da mittlerweile mehr auf ihr Vergnügen als auf das, was auf dem Rasen passiert, denn sie wissen, da passiert nicht mehr viel. Zu klar führt der 1. FC Kaiserslautern. Der jetzt in den Schlussminuten noch nicht unbedingt viel mehr macht. Die Jüngeren noch, Reich, Ballack, wir haben Reich nochmal. Wagner und Ballack. Gesehen, dass der Weg zu war. Kadlec. Naja, da sehen Sie, um was es geht. Ballbesitz, Ruhe ins Spiel bringen. Und abseits. Jürgen Rischel. Aber da sind sie einfach zu kopfballstark hinten. Schönberg, der Däne, immer wieder dazwischen. Ja, Donato, Korvalan. Einen hätten sie verdient. Den hatten sie in der ersten Halbzeit schon verdient. War nicht gemacht. Hatte er zu Recht reklamiert. Zwei Minuten noch. Was bleibt als Fazit? Das große Fußballfest ist ausgeblieben. Der Ludwigspark hat nicht gebebt. Das hätte er nur getan, wenn die Einheimischen gewonnen hätten. Die Kräfteverhältnisse sind deutlich geworden. Kaiserslautern mit früher Führung, nachdem Saarbrücken die erste große Möglichkeit der Partie hatte, gleich im Gegenteil, im Gegenzug. Die Führung durch Olaf Marschall, fünf Minuten später das Missgeschick, der Fehler von Eiden, das Eigentor von Trautmann. Dann waren die Möglichkeiten da, durch Branko Ziebert. Man darf natürlich nicht vergessen, dass auch Harald Eberts noch mal einiges gehalten hat, also auch die Lauterer hätten hier noch mal treffen können. Und dann gleich zum Beginn der zweiten Hälfte, nach sechs Minuten, das 3:0, das war die Entscheidung durch den eingewechselten Marco Reich. Acht Minuten später das 4:0 durch Rische. Und jetzt beinahe das 5:0, aber Marschall kam da nicht mehr richtig ran. Es war schön, noch einmal 36.000, 37.000 Zuschauer hier im Ludwigspark zu sehen. Das hat dem 1. FC Saarbrücken sicherlich weitergeholfen in seiner personellen Planung. 300.000 Mark kommen in die Kasse, die kann man investieren. Und die Mannschaft braucht personelle Verstärkungen, denke ich, wenn man wirklich vorne mitspielen will, in der Liga vom 12. Platz wegkommen will. Der Start in die Saison hat nicht funktioniert, aber die ist ja noch lang. Da kann noch das eine oder andere passieren. Da werden sicherlich auch andere Mannschaften noch mal Schwächen haben. Aber für Dirk Krakut heißt es jetzt, Kaiserslautern abhaken, an Erkenschwick denken, auf die man am Sonntag trifft in Erkenschwick. Dann kommt Salmrohr, dann muss man nach Oberhausen. Dann hat man zwei Heimspiele gegen Remscheid, Kaiserslautern, Amateure. Da kann man dann vielleicht die kleine Revanche anstreben. Aber das sind die Gegner, an denen Saarbrücken sich orientieren muss. Die Lauterer haben clever gespielt, haben ihre Chancen genutzt. Waren da, wenn es sein musste. Und sie ziehen verdient mit 4:0 in das Achtelfinale des DFB-Pokals.
Glückwunsch an die Pfälzer. Sie waren nie gefährdet. Saarbrücken hat sich ordentlich verkauft. Mehr war in dieser Partie nicht drin. Das 0:4 geht in Ordnung. Markt und Karcher Reinigungsgeräte präsentierten Ihnen die zweite Halbzeit des Pokalhits Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Ich meine, dass die Entscheidung fiel relativ früh, auch durch Ihr Tor, ne? Ja gut, wir haben am Anfang gleich zwei Tore gemacht und haben dann, ich sag mal so, das Spiel so über die Runden gebracht. Ja, aber Sie sagen, dass so locker zwei Tore gemacht, Sie haben ein Riesentor gemacht, ne? Ja gut, ich meine, ich habe mich fallen lassen, habe dann versucht aufs Tor zu schießen, war drin, ist ein bisschen mit Glück mit dabei. Diese schnellen Tore, haben die dazu geführt, dass Sie einen Gang zurückgeschaltet haben? Ja gut, ich meine, wenn du 2:0 führst, dann fühlt sich irgendwo doch sicher. Sie haben dann, ich meine, die Saarbrücker müssen dann automatisch mehr riskieren, wenn sie hinten liegen und dann kommt das Spiel so zustande. Kann man sagen, dass das Ihnen leicht gefallen ist, heute ins Achtelfinale einzuziehen? Nein, mit Sicherheit nicht. Unser Glück war, dass wir die zwei Tore am Anfang gemacht haben. Wenn wir die nicht gemacht haben, wie überall, wird es dann schwer. Wenn man das dritte Tor macht, denkt man da schon ans nächste Bundesligaspiel? Nein, ich meine, wo wir das dritte Tor gemacht haben, haben wir mit Sicherheit alle gedacht, jetzt ist es endgültig gelaufen, weil mit zwei Toren, wenn sie dann noch eins gemacht hätten, wäre es vielleicht noch mal eng geworden. Olaf, weiterhin viel Erfolg. Danke. Wann kommt das achte Tor? Ja, ich hoffe am Wochenende. Alles Gute, danke. Andreas? Andreas Buck, ebenfalls unter den Torschützen heute beim 1. FC Saarbrücken, die zwei frühen Tore. Die haben euch hier ein bisschen letztendlich den Rücken gestärkt, oder? Ja, es hat uns auf jeden Fall eine Menge Arbeit abgenommen, die zwei schnellen Tore. Das wünscht man sich eigentlich in so einem Spiel. Und von daher war es ganz gut zu spielen dann. Ich habe gesagt, Sie haben ein Tor gemacht, Sie haben eigentlich eins eingeleitet. Der Trautmann hat es reingemacht. Ne? Ich glaube, irgendwo haben Sie in der Anfangsphase dieser Partie über die rechte Seite sich ein deutliches Plus erarbeitet mit dem 1. FC Kaiserslautern. Ne? Ja, ich glaube, dass wir da die Abwehr ein bisschen aufgerissen haben und da am Anfang vielleicht ein Übergewicht hatten und da die zwei Tore gut vorbereiten. Wie geht es jetzt weiter? Wie lange bleiben Sie an der Tabellenspitze der Bundesliga? Ja, wenn wir weiter kein Spiel verlieren, ziemlich lange. Ich meine, das muss ja im Moment riesig Spaß machen beim 1. FC Kaiserslautern, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Begeisterung in der ganzen Region ist enorm. Und wenn wir so weiterspielen, dann wird die immer größer werden und macht es natürlich riesig Spaß. Normalerweise ist hier im Ludwigspark ein Heimspiel für den 1. FC Saarbrücken. Ich hatte den Eindruck, das war ein Heimspiel heute für Sie, ne? Ja, aber ich denke, wenn wir nicht schnell 2:0 führen, dann wäre es schon ein Auswärtsspiel geworden. Und so war es halt dann relativ klar. Andreas Buck, für die nächste Bundesliga-Aufgabe alles Gute, für Sie persönlich auch. Dankeschön. Danke. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch im Umfeld haben. Die Spieler sind wahrscheinlich alle drin. Also dann mache ich mal den Versuch, zu Harald Glück zu geben. Ja, der ist drin. Also Harald, bei dir geht's weiter. Ja, danke schön, Karl-Heinz Roland. Wir haben Dirk Karkut bei uns. Herr Karkut, Sie haben mir in der Halbzeit gesagt, wir können es noch mal versuchen, aber dann dürfen die nicht gleich ein Tor schießen. Und genau das ist schiefgegangen, ne? Ja, das ist nun mal so gegen Vereine der Bundesliga, die nutzen solche Fehler gnadenlos aus. Und wie schon in der ersten Halbzeit haben sie diese Dinge gnadenlos für sich genutzt. Und das ist eben der Unterschied zu einem Regionalliga-Club mit Ambitionen und einem Tabellenführer der ersten Bundesliga. Wenn man es jetzt mal pauschal nimmt, waren das Welten? Es waren nicht Welten. Wir haben, was das Läuferische betraf, was die Fitness betraf, sicherlich mithalten können. Wir haben aber dann sicherlich nicht die Einzelspieler gehabt, die es ermöglicht hätten, nochmal im Spiel Impulse zu geben. Und wenn dann aus der ersten Elf der eine oder andere leistungsmäßig abfällt, so wie es heute dann leider auch der Fall war, kann man auch nicht für die Sensation sorgen. Bevor wir uns nachher mal die Tore nochmal anschauen und genauer sehen, warum das so war, gebe ich zuerst nochmal zu Karl-Heinz Roland raus aufs Feld. Ich habe jetzt mal einen Verlierer. Mario Nicolait, das war natürlich Gift für euch. Gleich die frühen Tore, gerade das wolltet ihr doch vermeiden, oder? Das ist richtig. Wir haben auch gewusst, wie stark Kaiserslautern bei Standards ist. Und wir haben uns darauf eingestellt und kriegen natürlich gleich in den Anfangsminuten einen Eckball oder einen Freistoß. Und das ist natürlich Gift für uns. Wir waren gerade so ein bisschen wie am Aufwind nach dem Ahlenspiel, haben uns viel vorgenommen. Und wenn man dann natürlich in den Anfangsminuten einen Standard wieder kriegt, dann tut das natürlich weh. Ich muss natürlich sagen, wir haben dann erste Halbzeit natürlich besser gespielt, sind dann besser ins Spiel gekommen. Aber wir haben zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht. Wir haben ja auch 4-5 Chancen gehabt.
Aber ich denke, das war eigentlich gar nicht euer Vorhaben. Ihr wolltet ja die wahrscheinlich erstmal kommen lassen, ein bisschen abwarten und nicht unbedingt schon angreifen nach, aus einer 0-2-Position raus. Ne? Das ist klar, das hat der Trainer klar ausgegeben. Wir wollten erstmal abwarten, wir wollten uns bis 10 Meter vor die Mittellinie zurückziehen. Haben das ja auch gut gemacht, bloß wenn man Standards bekommt, wie in der letzten Zeit häufiger, da müssen wir uns schon drüber Gedanken machen. Und der Trainer hat auch wirklich darauf hingewiesen, wie stark sie sind bei Standards. Der Schönberg, der Marschall, wir haben alles gewusst und kriegen natürlich so eine Tore und das ist schade. Jetzt müssen wir fairerweise sagen, dass der Olaf auch ein schönes Ding gemacht hat. Das war ja ein schönes Tor, ne? Ja, ist richtig. Was bedeutet das jetzt das Aus für euch aus dem Pokal? Wir haben uns erstmal gefreut, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ich meine, Kaiserslautern ist natürlich wunderschön gewesen, dass sie hier waren. War eine schöne Kulisse, es hat viel Spaß gemacht, die Fans waren super. Und ja, wir müssen jetzt sehen, dass wir in der Meisterschaft wieder nach oben kommen. Wir haben ja uns ja ein anderes Ziel gesteckt. Wir wollen ja in der Meisterschaft um den Aufstieg mitspielen und das ist erstmal primär. Und das ist ein Wort und damit weiter mit Harald Glück. Danke dir. Ja, Otto Rehhagel ist noch nicht da. Wir wollen uns mit Dirk Kakut jetzt mal die ersten Möglichkeiten anschauen. Und zwar gleich in der ersten Minute die große Chance für den ersten FC Saarbrücken in Führung zu gehen. Ja, Branko Ziebert. Und da hat nicht viel gefehlt, Dirk. Nein, das wäre natürlich ein toller, sensationeller Start geworden. Direkt in der ersten Minute. Aber der Winkel war doch sehr spitz und der Branko hat die Situation gut gelöst. Und da fehlt eben ein Quäntchen Glück, damit der Ball vielleicht an den Innenpfosten geht. So, und dann war es praktisch im Gegenzug gleich das 1-0 für den Gegner. Auch diese Szene wollen wir uns jetzt angucken. Das 0-1 durch Olaf Marschall in der zweiten Minute nach diesem Freistoß. Dann schön dieser Fallrückzieher, da war für Harald Ebert nicht Zeit. Nein, aber wir haben gesehen, wir hatten klar zugeordnet, die Leute waren ein enger Mann. Und wie in den Begegnungen vorher, in 4-5 Spielen vorher, gehen wir durch eine Standardsituation das Spiel her. Und der Mario hat es gerade schon draußen gesagt, alles ist zugeteilt, alles ist besprochen. Und dann fehlt dann Schusskonsequenz, um so Sachen zu überstehen. Ja, und dann kam genau das, was Sie nun überhaupt nicht wollten, dass der Kaiserslauterner noch gleich einen nachsetzen, nämlich das 0-2 in der 7. Minute. Und da war natürlich dann noch ein bisschen Pech für Ihre Mannschaft dabei, aber schauen wir erstmal dieser Fehler von Peter Eiden und dann Andreas Buck. Ja, der Peter Eiden hat sicherlich den Fehler nicht extra begangen. Das ist nun mal so im Fußball und da komme ich darauf zurück, was ich gesagt habe. Dann ist ein Bundesligist in der Lage, gnadenlos so eine Chance auszunutzen und ein Tor daraus zu machen. Und der Joachim Trautmann, das sehen wir jetzt noch mal in der Wiederholung, hat dann auch noch das Pech, dass er in diese Flanke halt hineinrutscht, um das Gegentor zu verhindern und den Ball dann selber über die Linie drückt. Ja, ist natürlich immer schwierig für einen Abwehrspieler, der im vollen Tempo auf das eigene Tor läuft, dann den Ball abzuwehren. Und da sieht man sehr, sehr oft, dass dann die Bälle abgefälscht werden ins eigene Tor. Es gab weitere gute Möglichkeiten. Eine wollen wir uns noch anschauen aus der 39. Minute. Das ist die von Branko Ziebert wieder, der auch vorher schon noch eine gehabt hat und jetzt noch einmal. Ja, sehr, sehr schwer für den Branko. Und man sieht in der Szene, der Carlos Corbalan hätte viel früher den Ball querspielen müssen. Dann hätte der Branko sicherlich das Tor gemacht. Aber einen solchen Ball, fast wie einen Torschuss, da unterzubringen, das sieht sehr, sehr einfach aus, ist aber sehr schwer. Das war also die erste Halbzeit. Jetzt wollen wir eine kurze Pause machen, geben nochmal zu Karl-Heinz Roland. Ich habe hier Branko Ziebert. Im Moment haben gerade der Trainer und Harald Glück drinnen nochmal die Chancen gezeigt. Branko, Sie hatten ja das erste Ding, ne? Ja, das erste Ding schon. Da habe ich ein bisschen, ich denke mal, ich war zu spät dran. Wollte den Ball noch am Tormann vorbeischieben und dann ins leere Tor. Es war noch ein Fuß dazwischen, es war halt mal ein Pech. Als Sie die ausgelassen haben, sozusagen im Gegenzug der erste Schock, also das Tor von Olaf Marschall und dann das Eigentor, hatten Sie da keine Moral mehr? Nee, eigentlich nicht. Wir wollten nur weiterspielen. Wir wollten die zweite Halbzeit nach dem 2-0, wollten wir nochmal einen Anschlusstreffer schaffen. Wir haben es nicht geschafft, dann haben sporadisch die das 3-0 gemacht und dann, denke ich mal, war die Sache gelaufen. Damit waren Sie also ausgeschieden aus dem Pokal, aber irgendwo, glaube ich, kann man von diesem Erlebnis Pokal gegen den ersten FC Kaiserslautern heute doch ein bisschen profitieren, oder? Ja, natürlich. Man hat jetzt gesehen, wie schön es ist, vor vollem Haus zu spielen. Ich denke mal, auch für die jungen Spieler muss das ein Ansporn sein, vielleicht später mal auch in den höheren Ligen zu spielen. Und das war für uns alle ein schöner Tag heute. Also, und für Sie ein Ansporn, gute Tore, viele Tore zu machen. Und dann könnte es wieder mal aufwärts gehen, auch mit dem ersten FC Saarbrücken. Sie lassen den Kopf nicht hängen. Nein, nee, auf jeden Fall nicht. Danke, zurück zu Harald Glück. Ja, der Branko Ziebert hat es eben schon angesprochen. Man wollte noch mal in der zweiten Hälfte das, was Sie auch gesagt haben. Aber dann kam die 52. Minute, der gerade eingewechselte Markus Reich mit dem 3-0
für den 1. FC Kaiserslautern. Wieder nach einer Standardsituation. Wieder eine Standardsituation, aber da muss man klar sagen, hat die gesamte Mauer geschlafen. Sie hat also zugeschaut, wie der Ball von der Latte zurückkam. Und dann ist es sehr schwer für einen Torwart, noch was zu machen. Da hat also die Abwehr den Harry Eberts doch sträflich im Stich gelassen. Ich muss jetzt mal was sagen, wenn wir immer hier so hoch gucken, dann liegt das daran, weil wir den Monitor etwas höher stehen haben. Nicht, dass Sie meinen, wir wollten nicht zu Ihnen nach Hause gucken. Also das war endlich die endgültige Entscheidung. Dann da merkte man, da ist die Luft raus. Und dann setzte der Jürgen Riesche 8 Minuten später noch einen drauf. Auch diesen 4. Treffer wollen wir uns noch ansehen. Erst schön abgewehrt von Harald Eberts. Naja, und das war dann ganz einfach. Ja, aber da hatten wir schon die Ordnung in der Defensive verloren. Ich hatte den Eindruck, die Mannschaft wollte noch unbedingt einen Treffer machen fürs Publikum. Und dann haben wir doch ein bisschen den Kopf verloren, sind zu weit aufgerückt. Und dann kamen solche Löcher gerade über unsere rechte Abwehrseite zustande. Der Branko Ziebert hat es eben gesagt, die jüngeren Spieler können aus solchem Spiel mal was mitnehmen. Was nehmen Sie als Trainer mit aus diesem Spiel, trotz 0-4 Niederlage, ich sage jetzt mal für die Regionalliga? Ja, dass wir einen tollen Angelo Donato gesehen haben. Es hat sich gelohnt, auf ihn zu setzen, mit ihm so hart zu arbeiten. Und dass die Mannschaft die Erfahrung mitnimmt, die sie heute gewonnen hat. Und dass wir vielleicht auch durch die Unterstützung, die wir heute erfahren haben, mal uns vertiefen, wie wichtig es ist, gut zu spielen, damit man auch das Publikum wieder ins Stadion holt. Und das soll Ansporn für uns sein, für die Regionalliga. In den letzten Tagen war mal die Rede davon, gut, jetzt hat der 1. FC Saarbrücken vielleicht 300.000 Mark eingenommen durch dieses Pokalspiel. Es müsste noch die eine oder andere Verstärkung geben. Bleiben Sie da dran? Ja, wir haben ja gestern Abend noch in Mettlach unser internes Nachwuchsrundenspiel ausgeführt und wir haben dort auch mal uns ein paar Leute angeschaut. Aber im Moment ist es so, dass eher Masse da ist als Klasse und ich halte es für fahrlässig, jetzt das Geld, was der Verein eingenommen hat, fahrlässig in Schnellschüsse zu investieren. Wir lassen uns da Zeit und wenn es eben noch 3-4 Wochen dauert, dann müssen wir uns die Zeit nehmen. Dirk Karkut, herzlichen Dank. Es hätte schöner sein können für Sie, aber am Sonntag in Erkenschwick haben Sie die Möglichkeit, wieder ein paar Punkte zu holen. Ich danke Ihnen, Gruß an die Mannschaft. Danke, dass Sie da waren. Und jetzt sitzt mir gegenüber Oskar Lafontaine, der Landesvater. Den möchte ich doch bitten. Und Kurt Beck, wir haben uns schon am Anfang gesehen. Herr Beck, bitte jeder ein Mikrofon. Sie können sich aussuchen, in welcher Farbe. Herr Lafontaine, ich muss sagen, in der Halbzeit hat der Karl-Heinz Roland Sie interviewt. Sie haben sicherlich wichtige Dinge gesagt, aber leider war irgendwas mit dem Ton falsch. Deswegen muss ich Sie jetzt fragen, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ich habe gesagt, es war schade, dass Saarbrücken am Anfang 2 Tore gefangen hat. Das hat natürlich das Spiel geklärt. Es war ja auch ganz knapp am Anfang, hätte der erste Angriff eben zu einem Tor geführt, wäre es vielleicht ein offeneres Spiel geworden. Insofern, wir mussten ja damit rechnen, dass Kaiserslautern die stärkere Mannschaft ist und gewinnen würde. Aber natürlich hätte ich gehofft, dass Saarbrücken eben 1-2 Tore mehr macht. Aber Saarbrücken hat sich nicht blamiert. Es war ein ganz gutes Spiel und es war ein schönes Spiel. Kurt Beck, wir haben vor dem Spiel mal so drüber philosophiert, wer hier wohl gewinnt. Sie haben gesagt, das ist ganz klar, Kaiserslautern. Sie haben natürlich recht behalten. Es war eigentlich relativ einfach für Ihren Club. Ja, das ist schon wahr, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Saarbrücken hat interessante Ansätze gezeigt, aus meiner Sicht. Eine Reihe ganz schöner Spielzüge, auch intelligenter Spielzüge. Deshalb glaube ich, dass die Mannschaft gut in Schuss ist. Also hier ist halt heute mit einem Gegner nicht fertig geworden, der momentan wirklich in Topform Fußball spielt. Das sieht man ja auch in der ersten Liga. Und ich denke, da muss man sich nicht verstecken. Die Mannschaft kann durchaus aus diesem Spiel Selbstbewusstsein mitnehmen in die Regionalliga. Sie haben heute auf der Tribüne neben dem Ministerpräsidenten Ihres Nachbarlandes gesessen. Haben Sie ihn eigentlich schon eingeladen zum nächsten Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern in Betzenberg? Das ist eine gute Idee. Ich habe es noch nicht gemacht, Oskar. Jetzt ist die Einladung ausgesprochen. Aber er ist eh immer in Rheinland-Pfalz und natürlich auch in Kaiserslautern herzlich willkommen. Oskar Lafontaine, Sie waren auch bei den letzten Spielen schon der Regionalliga beim 1. FC Saarbrücken. Kribbelt Sie das immer so ein bisschen oder ist das so eine Art Entspannung, wenn Sie mal hier in Ruhe vom Fußballplatz und dann nicht über Politik in diesen schwierigen Zeiten reden müssen? Es ist natürlich Entspannung, aber es kribbelt auch immer so ein bisschen, wenn man selbst einmal Fußball gespielt hat. Mein Kollege Beck hat auch Fußball gespielt, dann kämpft man immer irgendwie mit und natürlich ist das dann auch immer wieder aufregend.
Oskar Lafontaine, Kurt Beck, ich bedanke mich sehr herzlich. Vielleicht haben Sie hier im VIP-Raum noch die Gelegenheit, ein schönes, kühles, saarländisches Bierchen zu trinken. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Wir danken auch. Ja, meine Damen und Herren, einer ist nicht gekommen. Otto Rehhagel, tut mir leid. Ich nehme an, er ist einfach im Moment noch bei der Mannschaft. Das war das große Spiel, das für den ersten FC Saarbrücken, auch für die Zuschauer, man muss es sagen, die Saarbrücker Fans, doch nicht so der ganz große Knüller war. Wir haben es vorher noch mal gesagt, wenn eine Mannschaft wie der erste FC Kaiserslautern, die so clever sind, nach 7 Minuten mit 2:0 führt, dann kann eben einfach für einen Regionalligisten nicht mehr viel dabei herauskommen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass es Ihnen ein wenig Spaß gemacht hat, dass Sie Ihre Freude hatten. Wir haben es mal wieder versucht mit einer so großen Live-Übertragung zwischen den Pfälzern aus Kaiserslautern und den Saarländern aus Saarbrücken. Vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Roman Bonner hat neulich gesagt, es wird einige Zeit dauern, bis das Stadion Ludwigspark wieder so voll sein wird. So wird es wohl sein, aber vielleicht geht es ja für den ersten FC Saarbrücken in der Regionalliga nun doch aufwärts. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir verabschieden uns mit den Bildern des Tages.